Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoloretto. Hallo! Heute mit mir dabei die Hobby-Zoo-Direktoren Bram, Jay, Sepp und ich. Ich bin der Zootierarzt. Und Servus. Der Tierarzt ist heute mit dabei. Mal gucken, wie der so Zoo drauf hat. Ja, die Zuschauer haben sich in den Kommentaren gewünscht, dass Jay mitmacht. Wir haben das Spiel schon mal gespielt. Falls ihr die Regeln nicht kennt, müsst ihr so ein bisschen jetzt gucken. Wir haben uns gerade alles nochmal durchgelesen. Und ich kann mit dem Blastrohr schießen. So kompliziert gemacht. Ist das Spiel jetzt. Oh, echt? Ja. Aber du hast dich nicht selber betäubt, also den Reih eingeatmet. Das ist und nämlich, ich hab schon gefährlich. Mal mit einem Gewehr geschossen, mit einem Betäubungsgewehr. Hier sehen wir zum Beispiel meinen geilen Zoo. Auf deine Mutter geschossen? Nee, auf einen Papphirsch. Ja. Also, geil. Wir fangen an, mit diesen Plättchen diese Wagen erstmal voll zu machen. Ist die schon gemischt? Ja. Ja. Jetzt sind sie gemischt. So. Wer fängt denn an? Du fängst an. Du fängst an. Komm. Ein Plättchen gib uns, darf gib ich uns die Ehre. Ne? Darf ich mir hier einfach so schon mal einen Coin nehmen? Nein. Nee, darfst du nicht, Jay. Nee, einen nicht, aber wenn du einen kriegst und ich einen kriege, ist das cool für mich. Ja, ist okay. Alles klar. Okay. Nice. Weißt du, ist Stefan Raab direkt am Start, oder was? Also, hier, erste Plättchen. So, ja, ich darf nur eins nehmen. So. Und es ist tada. Boah, ein Elefant, Junge! Krass! Boah, ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, auf welchen Wagen ich den tun soll und auch nicht auf welches Plättchen. Der Elefanten fahren gerne vorne. Ja. Also, wenn, jetzt sitzt immer vorne an der Windschutzscheibe. Kann sich Sepp hier den nee, den ne, leeres Auto. Nehmen. Das macht keinen Sinn. Ein leeres Auto kann man sich nicht nehmen. Du kannst dir jetzt den Elefanten nehmen. Aber er könnte sich den schon nehmen. Das wäre aber dumm, oder? Okay, also die Reihenfolge, ich, Sepp, Bram, Jay. Da, Geld, Money in the und Bank. Und danach, je nachdem, wer wann welche Autos. Ein Schimpanse. Äffchen, Affen mögen Geld. Boah, Affe und Geld schon. Wir hatten jetzt gerade gelegt, jetzt ist Jay dran. Oh. Ja. Oben stehen auch rechts die Farben da. So, ich habe keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal das. Oh, what? Alles klar. Ich wollte ja eigentlich nicht zuerst nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dumm ist oder nicht. Ich weiß das nicht. Ja, das weiß man ja nie. Vielleicht ziehst du auch gleich ein männliches und ein weibliches Tier, packst sie auf einen Wagen, dann freut sich der Nächste. Ja, wer weiß. Aber also Münzen sind schon gar nicht so schlecht und Verkaufsstand ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und mit dem Affen, den kann ich ja platzieren, wo ich will. Da würde ich sagen, nehme ich mir mal so einen LKW. Oh Mann, Christian, dreh doch nochmal um. Ey. War das jetzt dumm, was ich gemacht habe? Nee, ja, das kannst du am Anfang ja nicht wissen. Genau, okay. Du weißt ja auch nicht, was jetzt sofort noch kommt. Eben. Also jetzt. Weil da darf Christian ja nicht mehr mitspielen. Genau, nee, erstmal musst du verteilen. Achso, ich muss verteilen, okay. Ja. Ja, wobei das ist gut, da kann ich mal machen. Aber er kann doch jetzt. Moment, wie kann er denn jetzt verteilen? Wie funktioniert das? Ja, er muss jetzt seinen Affen. Also ich muss einmal Er muss das machen. Ja, ja. Das ist ja auch eigentlich kein Problem. Genau, einmal darfst du es nämlich hinlegen. Weil das ist wichtig, dass es jetzt tut, weil im Zweifel hätte er den Wagen genommen und ein paar Sachen würden in die Bahn kommen, dann hätten wir während unserer Züge ja Möglichkeiten, die zu kaufen. Er darf aber auch die dahin packen. Darf ich theoretisch hätte auch? Dürfte er auch. Dann hättest du den Affen kaufen können. Ja, genau. Und warum hast du das jetzt dahin gemacht und nicht dahin? Weil ich das Viererfeld hoffentlich besser vollkriege. Als das Sechser, ja. Das ergibt Sinn. Und dann brauche ich ja wieder Geld, wenn ich das moven will. Aber jetzt nimmst du dir so einen Coin. Nee, ja, ich nehme mir jetzt so einen Coin. Warum? Nee, Jay hat doch da einen. Nee, das Plättchen zählt. Aber das Plättchen zählt auch als Geld, das stecken wir später einfach da rein. Wir können auch hingehen und da wir jetzt am Anfang sind, sagen wir, legen das Plättchen einfach wieder irgendwo hin, nehmen uns einen richtigen Coin. Nee, sonst haben wir zu wenig Münzen. Ja, das kannst du nicht machen. Also jetzt doch zu. Achso, also das ist aber auch wirklich so, dass das zählt als Plättchen. Okay. So, und jetzt bin ich raus, bis alle Wagen weg sind. Das heißt, jetzt ist Sepp dran, Bram, Jay, dann wieder Sepp, ja, guck mal, jetzt können wir erstmal ziehen. So, ich Leopard. Ich zieh ein süßes Miezekätzchen. Ah, Leopard, Leo Schmart. Boah, die beiden verstehen sich. Jaguar. Boah, das könnte auch, das siehst du am Muster. Ist das nicht ein Jaguar? Ja, ja. Nee, das ist ein Leopard. Ich glaube, ein Jaguar hat... Ist ganz, ja, ich hab mir das mal angeguckt, wie das mit den. Genau, die sind ausgemalt. Ich bin, oder? Du bist dran. Ja. Und Flamingo. Uff. Ja, jetzt könntest du zum Beispiel den dritten Wagen schon voll machen, dann hast du einmal. Ich mache ja nicht euch alle Wagen voll hier, ihr Pisser. Nee, hier, guck mal, Panda. Das ist ein männlicher Panda. Männlicher Panda. Nein, du hast halt die Option, du hast halt ein Tier for Free, wa? Also, männlich ist schon besser als nix. Oder mache ich hier direkt, hast du drei Tierarten und hast im Zweifel sogar direkt schon einen zu viel. Wieso das denn? Du hast so drei Gehege. Ja, pass auf, dass du das Ding nachher nicht kriegst, Sepp. Oh, das stimmt. Oh, zwei Leute. Ah, machen wir so. Komm. Kein Plan mehr. Ah, oh, da ist der nächste Verkaufsstand.
Ja gut, egal wo ich den hier hinsetzen würde, jeder wird den Wagen nehmen. Ja, deshalb echt? Nimmst du lieber das. Ist das so? Ja, Jay wird den auf jeden Fall nehmen. Ja, du hast halt zwei Tiere und Münze, Free und freien Stand. Münze. Oh, verkauft. Ja, das ist super. Das ist auch gut. Ja. Das ist super. Also ich kann dir sagen, wenn du den jetzt auf den Panda tust, ist der Wagen weg. Ja. Aber ist Wagen das jetzt ab. Dumm oder ist das jetzt dumm? Da ja, gibt's keinen dumm. Es gibt, das gibt's du weißt nicht. Ja noch nicht, wie das Spiel weitergeht. Du weißt nicht, wer welche Tiere im Zweifel nachher kriegt. Ja. Oh, ja, da sehe ich mich schon bei meinen Miezekätzchen. Da sehe ich mich. Ja, ich würde sagen, Miezekätzchen tun wir hier und Zebra tun wir da und du kommst da. Ja. Guck mal kurz hier, Sepps Zoo sieht aktuell so aus. Da Leopard, da Zebra, da. Das ist böse jetzt, was Bram gezogen hat. Bram hat einen so oder weiblichen so Elefanten gezogen. Oder nicht, wenn ich das so richtig verstehe. Nee. Egal wo das wenn ist, er das oben ich glaube auch den Elefanten okay. Wäre das cooler. Aber ja, habe ich doch glaube auch, dass es hier cooler wäre. Ja. Aber da habe ich doch direkt einen männlichen und einen weiblichen. Das stimmt, Teil. Ja, aber ich würde das hier trotzdem cooler finden. Ja, du hast ja direkt zwei Elefanten. Okay, aber dann gönne ich mir jetzt trotzdem den. Okay. So, Bram kann jetzt das noch den halt cool. Nice. Ups. Ja. Ey, du musst ja Bram kann sich jetzt entscheiden, ob gucken er jetzt noch eine Karte gleich zieht. Zu an. Der hat ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich glaube, ich mache das so. Ja, da so, hat er Panda. Gut. So, ich bin ja noch dran. Das ziehe ja. Ich. Du machst jetzt den Wagen theoretisch voll. Und kriegst ich mach den Wagen voll. Kamil, ey, voll gut. So, und jetzt dürfte ich ja hypothetisch immer noch Geldaktionen machen, weil ich immer noch dran bin. Ja. Weil du musst den ja noch nicht nehmen. Aber du kannst keine Geldaktion machen. Nee, gerade kann ich keine Geldaktion machen. Ja, ich wollte ja nur für später kommen. Sagen. Weißt genau. Du, wenn wir jetzt in der Runde 3 sind oder so. Können, ja. I see. So, natürlich nehme ich den auch. Jetzt ist, guck mal, und ist ja, puh, das Kamel. Ne? Das Kamel. Den da. Packst du den Elefanten? Also die Tiere hier sind ziemlich krass aufgeteilt. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Jetzt ist der Jay dran. Jetzt bin ich ja als letzter dran. Weil ich als erstes den Wagen genommen habe. Ist dann auch der Letzte, der den Wagen genommen hat, als erster dran? Nee, jetzt doch Jay dran, oder nicht? Welche der Reihenfolge nach Bram der nächste wäre? Warte mal, ich gucke mal kurz ins Regelbuch, weil ich meine, ich habe letzte Mal halt gesagt, ich will nicht mal als erstes den scheiß Wagen nehmen, weil ich dann als letzter dran bin. Verfordert. Important. Muss ich eine neue Runde starten oder sowas? Starting with the player who took the last delivery truck in the previous round. Ja, also fängt starting an. With the player who took the last genau. Delivery und dann truck machen wir auch nicht nach. Das heißt, Bram also ist der jetzt wieder dran ist. Genau, und danach genau, dann ist dann Jay und dann Sepp, ne? Nee, du. Jake, nee, du doch da drin. Ganz normal die Reihenfolge. Dann geht wieder genau. Die Reihenfolge so weiter. Ah, okay, wow. The turn then passes to the next player in clockwise order. Okay. Cool, fange ich an. Bram, was haben wir denn? Hau raus. Alter, krass. Das will der Bram haben, das Kämmel. Das ja. Ist ja ein weibliches Kamel und ein Verkaufsstand. Haben wir alle einen Verkaufsstand? Wenn ich das Bram jetzt dahin packe, nimmt er sich das schon. Der hat keinen Verkaufsstand. Nee, das nimmt er sich noch nicht, aber das ist schon nicht so verkehrt. Naja, dachte ich mir auch. Du musst jetzt gucken, dass du Bram eine andere Tierart unterjubelst als. Weil ich dir sagen kann, Jay, ja, du warst beim letzten Mal dabei, Selbsttaktik, dafür zu sorgen, andere abzufacken, war weniger erfolgreich als die von Peter, dafür zu sorgen, überhaupt gar nicht. Sich selber abzuspielen. Peter war letzter. Mit Christian. Ich bin sogar noch vor Peter gekommen. Ja, aber du warst vorletzter oder so. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob der Verkaufsstand. Nicht tatsächlich bei dem Kamel besser gewesen wäre. Ich weiß nämlich nicht, ob man am Anfang erstmal alles voller Verkaufsstände ballern sollte und dann am Ende. Naja. Bin ich dran? Ich bin dran, ne? Sorry. Ja. Dafür habe ich schon Flamingos. Sonst hätte ich nicht so viel gelabert. Ein Flamingo! Flamingo! Den musst du jetzt eigentlich bei Bram hinsetzen. Nee, am Arsch. Ich will meinen eigenen. Mach mal den da, den Truck. Nee, ich will den. Ich will Flamingos. Direkt damit einer eine Rasse hat, die ihm nicht gehört. Ja, aber wieso hat er die ein anderer haben der hat, will. Ja, aber ist super. Der hat doch noch ein freies Gehege. Wo soll er den denn stören? Ja richtig. Dann betteln die sich. Ja, ist doch viel geiler, als wenn er gleich noch ein Tier kriegt, was er okay, was er halt gebrauchen kann. Okay, ich geh nur auf Sepp. Oh Gott. Alles hat klar. Sepp packt mich ja schon nur ab. ja, ich bin gerade noch am überlegen. Länger ich als du da. Ich spiele natürlich nicht für Jay.
aber gut. Was? Warum denn nicht? Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, das ist natürlich klar, dass du das hier hinlegen willst, Sepp, weißt du, damit sich zwar andere betteln, in dem du nicht mit drin bist. Das verstehe ich schon. Ja, okay. Nee. Ah, Christian, ja, okay. Nicht. Nur weil du in der Opferrolle bist hier. Nee, du bist das Opfer. Christian, okay. Also den würde ich dir da selber, so kriegst deinen eigenen Truck, würde ich. Ich würde ja, den da einpacken. Das kommt ja auch nicht hin, du weißt ja nicht, welche Plättchen noch kommen. Klar. Das ist ein Abfuck gegen mich. Oh, da ist der Panda. Von Sepp jetzt ganz klar. Ein Panda. Jay hat einen Panda. Ja, ein Panda. Der hat einen Panda, Junge. Ja, Jay. Da will er mir schon direkt den unterjubeln. Wollt ihr was Schmackhaftes geben? Gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, du hättest einen zweiten Flamingo und einen zweiten Panda. Und C. Oh, noch ein Panda. Aber noch ein männlicher. Das stimmt. Das ist alles noch nicht so attraktiv hier. Oh, ein Leopard. Mietzeckerchen. Oh, Sepp. Ja, guck mal, da sehe ich den. Ja, ne? Ja, das war, glaube ich, nicht das, was Jay sich gewünscht hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sich jemand wünscht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was ich mir wünsche. Oder hast du gerade... Doch. Ich denke mir da nicht. Ich überlege jetzt gerade schon, ob ich den nicht vielleicht sogar nehme. Hier, wir machen einfach einen Tiertransporter für kleine Mädchen. Geil. Und dann werden die geschlachtet, aber... Zebra, ja. Weil den einen, den will ich ja auf gar keinen Fall haben. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Das Kamel kann ich auch schon nicht gebrauchen. Und ich glaube nicht, dass ihr mir hier einen zusammenpackt, den ich gebrauchen kann. Also nehme ich den hier. Ja, das, den Stand hast du ja schon. Das ist doch scheiße. Das ist mir egal. Aber gut. Okay. Aber ist auch nicht kacke. Ja, eben. Ja, aber ist aber auch nicht gut. Bram hat ein Zebra. Wer braucht denn Zebras? Sepp. Ich brauche Zebras. Zebras. Ja, das ist ja natürlich jetzt schon so ein ziemlicher AIDS-Truck da oben. Dem Kamel ist dann auch ein ziemlicher AIDS-Truck, ne? Ja. Und Sepp hat das erste genommen, heißt, ich bin wieder nicht der Letzte. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt... Pass auf, wenn ich das jetzt so richtig mal laut nachdenke. Moment, sei denn, ich nehme den letzten Wagen, dann bist du der Letzte. Wenn ich mir jetzt den Truck nehme, habe ich, also wenn auch zwei... Dann hattest du einen Kamel. Also jetzt sind hier sind gerade zwei Gute drin, eine Niete für mich, ja? Hier ja. Können zwei Gute reinkommen und eine Niete mit dem Dromedar oder Kamel. Und hier ist auch eine Niete drin mit dem Zebra. Da heißt, ich habe so oder so richtig. Eine Niete. Das ist richtig. Da kann ich ja auch theoretisch Stadt direkt nehmen, oder nicht? Ja, kannst du machen. Du kannst theoretisch alle nehmen. Du kannst auch die mit dem Einer nehmen. Dann wer will denn die Schimpansen? Komm, hier, scheiß drauf, dann nehme ich hier doch. Vielleicht kommt der Christian mir den Schimpansen leer. So ist das richtig, oder? Ja. So ist das richtig. Okay. Korrekt. Ich kann so viele Guck mal, wir Tiere haben nur noch Felder, oder? So viele du willst, ja. Okay. Da ist noch so, Bram Brauchstand. Und Christian. Was hat denn Bram so schönes? Der hat einen Elefantchen und einen Kamel. Der hat einen roten Verkaufsstand bereits. Wenn du den dann jetzt im Kamel schlagst. Kann man auch machen. Ist das halt für dich, ne? Potenziell. Oh. Oh, das ist natürlich... Neuer Verkaufsstand. Das ist für Bram natürlich gut. Wenn der Christian den jetzt... Alter. Vier das sind zwei verschiedene Verkaufsstände. Bram spekuliert auf Tiere. Zebra. Bram, ja, ich brauche aber auch Tiere. Das ist echt das Problem. Ich will aber das scheiß Kamel nicht haben. Ja, dann nimm doch den Stand da oben. Ja, mach ich. Das ist das Spiel des Jahres geworden. Finde ich gut. Ja, Spiel des Jahres. Kann Bram sich quasi da. Na gut, du kannst es ja auch nicht. Du kannst es halt auch scheiße ziehen. Wenn du jetzt einen Flamingo und einen Panda ziehst, ist das. Ja, aber ich habe den Vorteil, wenn der nächste. Also, da ich ja noch ein Feld offen habe, kann ich jetzt einmal ziehen. Wenn da ein gutes Tier drin ist, kann ich nochmal ziehen, ohne gepunished zu werden. Genau. So, ich darf, wa? Ja. Mhm. Vielleicht kriegst du auch einen Stand. Das ist ja schon mal scheiße. Also, das ist schon mal jetzt nicht das Beste. Ja, aber du musst auch überlegen, jetzt sind 11 Tiere da drin. Also, das sind genug Tiere drin, dass du zwei Gehege damit voll machen kannst, ne? Also nur weil einer ein Tier hat, heißt das nicht, dass das für dich raus ist. Okay. Ja. Wie teuer ist das nochmal so ein Schimpanse? Hier so ein Schimpanse. Sogar noch ein. Ja, das ist fein. Noch ein Schimpansen. Zu wenn was? Ich jetzt, wie teuer ist das du hier, um so einen Schimpansen quasi zu keulen? Zwei Münzen kostet das. Ja, halt da einen Vorleger rauszumachen. Rauszuschmeißen. Zwei Münzen kostet. Zwei Münzen, okay. Ja. Hey. Ja, warte, ich muss mal kurz was gucken. Ich guck mal eben in die... Ah ja. Das Discarden
Oder tauschen. Ja, das kriegt beides die zwei. Punkte, ne? Ja, genau, beides. Nee, beim Tauschen kriegt eine Münze derjenige, der es verkauft. Achso, ja. Gut. Ja, oh, Bram hat was gemacht. Der hat jetzt einen Elefanten, zwei Kamele, einen Schimpansen. Einen Kamele, und da hat er einen Leoparden. So. Ja, Sepp fängt an. Warte, ich guck nochmal einmal oder? Über die. Über die einmal nochmal Übersicht. Nee, du hast ja den letzten genommen, dann darfst du anfangen. Zoo. Das Jace-Züchen. Also für mich ist das eigentlich doch ganz geil, dass Bram jetzt so ein Schimpansen, also wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das doch ganz geil, dass ich einen Schimpansen im Stall habe und Bram einen Schimpansen haben will und Christian, oder? Ja, du kriegst wahrscheinlich einen Coin dafür. Und der wird Frank weggekauft, ja. Gut. Okay, Bram darf anfangen. Jo. Oh, ein Elefant. Oh, hallo. Elefant. Wer will das denn auch? Bram will das auch. Bram und Jay. Ah, Jay ist erstmal dran. Ja. Ja. Jaguar. Jaguar. Das ist so Sepp-Style. Na, Bram hat auch einen. Ja, Leopard ist das. Gucken. Leoga heißt jetzt. Christian. Kamel! Oh, Kamelchen! Oh, das darfst du jetzt aber nicht da reinpacken, ey. Okay. Glaube ich. Oh. Oh, noch einer. Ja, den tun wir doch mal da. Panda, Junge, der ist der Panda-Hut. Boah, das ist jetzt schon gar nicht Panda, so Panda, ich begrüße sie. Panda da rein, das wäre gut für Sepp. Zwei Leute haben Pandas. Ne? Ja. Wer hat denn noch einen Panda? Jay. Ich hab einen Panda. Jay. Ah ja. Hey, Jay hat auch Panda übrigens. Bram war dran, ne? Ja, jetzt bist du. Ein Elephant. Whee. Hui, hui, hui. Tja, wie machst du das jetzt für dich attraktiv oder für andere nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja. Ja, also aus meiner Sicht, Elefant und Panda würde ich nicht nehmen, Jay. Komm, das denn nicht? Den tust du da in die Bahn, du Schwätzer. Was? Ja, kostet Minuspunkte. Ja, als wenn den keiner kauft, wenn zwei Leute Elefanten haben. Ich bitte dich. Ja gut, wenn ich das da reinpacken würde, dann ist der wahrscheinlich. Ja, ist er safe, dann holt sich Bram den safe, das ist ja. Ich glaube, das selbst ich den. Nee, Quatsch, der hat keine. Bram war das. Was? Ja, Bram. Ja, ich sag mal so, ne? Elefant und Panda ist so das Einzige, was ich aktuell gerne hätte. Genau. Deswegen war ich dann einfach mal so, keine Ahnung, was am Ende passiert. Wahrscheinlich ja, wird der jetzt eh zugestopft mit irgendeinem Müll. Zack, zack. Ja, da ist er nämlich schon, da wird guckt, ja, da ist hin? Jetzt eh der blöde Leopard drin. Da weiß ich nicht. Könnte Jay auf jeden Fall nicht gebrauchen. Ja, aber dann nehme ich mir im Zweifel ja auch was anderes. Nachher kriegt ihr die, oder nicht? Ja. Der Elefant, der ist noch so einsam. Boah, das sind ganz schön behinderte Karten, die da liegen, ey, Christian. Aber nicht, ey. Ja, guck mal, der Leopard ist Panda. Den könntest du da oben reinlegen. Das fände ich nice. Ich glaube, ich leg den mal hier. Das finde ich nicht so nice. Bin ich der Einzige? Nee, ich bin nicht der Einzige. Das ist für Sepp. Ja. Das ist hier Sepps. Ja. Aktuell sind die alle ziemlich kacke. Nö, das ist meiner aktuell. Das ist Sepps aktuell. Und der ist kacke für jeden. Und der ist kacke für jeden, in gewisser Art und Weise. Kann ich auch noch ziehen. Bram kann nur einen Affen ziehen, ja. Das ist aber nicht schlimm. Zwei Affen. Ganz geil, genau. Dann habe ich zwei Affen, oder? Ja. Nimm ich dir doch. Aber auch zwei Elefanten, ne? Alles Grütze, ich nehme einfach das, was am Ende überbleibt. Bombs. Oh, Camel. Könntest du Sepp reinschieben? Obwohl, der kann ja auch noch eine dazu packen. Ja. Nee, kann der nicht. Der hat noch kein Kamel drin. Und mit dem externen, ne? Ja, aber ins Außengehege. Außengehege? Hm. Ah, das meinst du. Ja. Moment, also ich muss das jetzt, wenn ich das Außengehege baue, dann kostet das mich drei Münzen. Und genau. Ich muss nochmal zwei zahlen, dass ich die. Genau, ja, stimmt, da rein, das war letztes, ne? Mal, wo wir überlegt hatten, ob das.
direkt da reinzieht, aber macht eigentlich Sinn, weil dadurch werden ja wieder mehr Münzen rausgenommen, ne? Du kannst auch entweder ein oder alle von der Art da rein moven, ne? Das war doch so, oder? Nee, geh nicht move nur alle. Single? Nee. Ach so, beim Move. Move ist ja. Single. Ja, ja. Nee, du darfst nur ein Animal moven für ein Coin. Oder tauschen darfst du. Tauschen. Alle. Okay, tauschen darfst du. Okay. Moment, das heißt, James dürfte, jetzt zwei Coins zwei ausgeben für die Affen. Und auch zwei Runden quasi. Das ja. war AIDS. Aktion, darf ich jetzt nicht ja. zu viele von diesen Dingern nee, sammeln? Wieso? Das lohnt sich doch. Also, ja, aber das kostet ja. mich ja Schweinegeld. Dann sind da schon jetzt zwei Minuspunkte. Das ist richtig. Vor allem, du brauchst erstmal die drei plus noch die zwei. Du kriegst ja keine teuer. Minuspunkte, wenn du Viecher im Feld hast, weißt du? Ja, okay. Besser, die im Feld zu haben als eine Scheune. Wer ist denn überhaupt damit dran? Sepp. Also, ich bin gerade dran und ich bin echt hart am Struggeln, weil die anderen beiden sind richtig Müll. Und hier habe ich zumindest zwei richtige Hits schon. Aber einer, der kacke ist. Aber ich glaube, ich gehe damit. Ich glaube, ich riskiere es. Meine lieben Pandas. Sepp hat sein Zoo voll gemacht. Der sieht aktuell. Pandas. Also ich kenne aber auch Zoos, wo die Flamingos mit den Elefanten zusammen sind, ja. Ja, kenne ich auch. Die laufen ja. auch manchmal einfach durch die Gegend. Das, ja, sind, alles okay. das sind alles Pflanzenfresser, die gehen sich auch nicht in die Gurgel, ne? Kann man die Elefanten zusammen mit den Flamingos machen? Das wäre doch mal spannend. Komm, zieht noch mal. Alter, ich die geile Apfelkiste. Mega nice. Oder meinst du ja letztens so kleine Fischaugen? Die da zu essen könnten gibt. Deal machen, wenn du den da oben haben willst. Nee, Bram, die sieht den eher bei sich. Den unteren. Unteren? Uterus? Das sind doch jetzt beides nicht so geile Dinger, sind beide eigentlich, oder? Nee, sind die auch beide nicht. Also Christian Moment, findet beide. Das. Aber Christian hat ein Feld noch offen. Das ist für ihn nicht ganz so. Hey, ich hatte verstanden. Schon scheiße. Das ist jetzt eine blöde Ausgangslage, wenn hier jetzt was Cooles für Dennis drunter ist. Bau doch hier so einen Anbau. Du kannst ja das doch überspringen. Ja, dann habe ich ja vier Gehege, die ich voll machen muss. Ich habe ja sowieso nur zwei Tiere, Alter. Ja, aber dann hast du ja bald die Tiere. Oder nicht? Keine Ahnung. Und du kannst sie halt direkt reinschmeißen. Kostet dich keine Münzen. Wenn das schon ich kaufe von Jane Affen. Ja, finde ich auch geil. Lässt du soll mich jetzt echt nochmal dran sein? Ja, kriegst du so ein geiles Plättchen. Ja, will er auch. Wunderschön. Da. Ah, kannst du ja das Äffchen aussuchen. Welche das kommt jetzt die Bahn oder kann ich das auch schon zuweisen? Das weiß ich nicht. Warte. Ich lege das erstmal hier außerhalb des Zoos hin, weil das fährt noch. Warte, nicht nachgucken. Warte mal, das können wir nachgucken. Addis to his own zoo. Da steht aber nicht, ob er in den Stall kommt. Purchase, da. Player takes animal or winning stall. Ich hätte gesagt, du darfst das wohin packen. War noch another player and adds it to his own zoo. Haben die gesagt, ein Beispielbild? Du darfst es hinpacken, wo du möchtest. Was? Das steht halt da leider nicht, ne? Da steht halt nur Zoo. Und nicht Bahn oder nur Gehege. Das ist irgendwie doof. Ja, richtig. Ja, dann packt er da rein, wo du möchtest, würde ich sagen. Dann geht er da ins Affengehege. Stimmt falsch. Machen wir ja dann immer bei allen. Genau. Ist ja auch ganz schön teuer. Wieso kommt da Geld von der Seite rangeflogen? Das ist magnetisch. Okay, Bram, was machst du? Überlegt. Wenn nachdenken, du Grütze das oder? Das ist schwierig. Ey, Bram, ich sag mal so, du kannst dir ein Äffchen von mir kaufen. Oder, ein Kamel von Sepp. Oder auch. Damit würdest du wieder das Problemkind zu Christen. Den Ball wegspielen. Okay, ich verstehe so langsam ein bisschen so. Die Assi und uff, Stachel aus, uff. Also, das fände ich schon einen geilen Zug von Christian, glaube ich. Also, da hast du jetzt Probleme gestellt. Aber ist doch gar nicht so schlecht, wenn du da das Elefantenkistchen da oben nimmst, oder? Der ich meine, dann hast du doch. Ja, denke ich mir auch. Ich hab, den habe ich so oder so. Genau. Hier kriege ich einen Elefant. Und den habe ich sogar anders. Ist so ein bisschen wie die Ausgangssituation bei mir.
gewesen. So, Christian. Ja, dann darf ich ja noch einmal. Boah, bitte lass Musste aber nicht. Affen oder Zebra oder so drin sein. Bitte, 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 bitte. Oder eine Münze. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Nein, Affe. Jawohl. Scheiße. Affe ist doch super. Alter, das gibt doch nicht. Ist doch Glück gehabt. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Obwohl, es geht, ne? Ja, jetzt habe ich zumindest schon mal hier bis auf einen frei. Er hat schon mal 4 Punkte. Jetzt legst Warte du dich mal. Entweder mit Sepp oder mit Bram, mehr oder weniger. Ja, tue ich ja nicht. Guck mal, Sepp hat die in einem 5er Gehege, oder? Ne, 4er Gehege. Da heißt, sind noch 7 Leoparden da. 6, 5 sind da noch drin. Also super. Ich bin nur gerade überlegen mit dem Kamel. Ich brauche aber auch Geld. Und Sepp braucht ein volles Gehege. Aber Bram hat ja auch noch 2, also. Gucken, wer mir beste Preis zahlt. So, damit sind wir. Ja, dann. Jetzt bin ich dran. Weil ich das erste Püppchen genommen habe. Ich hab das letzte genommen, ich bin dran. Ich hab das erste. Nein, wer das letzte Püppchen nimmt. Ja. Der. Auch. Genau. Stimmt. Entschuldigung. Ja, geldlich kann ich da nicht so viel machen, ne? Deswegen, würde ich sagen. Munteres Tiere ziehen. Und es ist. Gönnung. Tadam, ein männliches Zebra. Und Zebra. Das ist was für männliches Zebra. Männliches Zebra sitzt vorne beim Fahrer. Okay, was ziehen wir hier? Wir ziehen noch ein Zebra. Ich finde, die Zebras sollten zusammen. Ich habe auch gerade kurz überlegt, aber... Ja, würde ich schon machen. Außerdem sitze ich nach der Sepp. Du weißt, was ich nicht dahinlegen werde. Das verstehe ich nicht. Ach komm, Zebras gehören der Welt. Noch ein Elefant. Sie sollen sich wild vermehren. Elefant möchte... Wer ist denn gerade dran? Dennis, ne? Ja. Dennis, ja. Und Dennis möchte auch den Elefant direkt haben. Ah, ja, legen wir erstmal da rein. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das war nee, auch smart, ey. Sonst hätten wir uns echt geärgert. Du hättest uns beide geschädigt, wenn du da zu den Zebras gepackt hättest. Ui. Ein Flamingo für Jonathan. Oh, das ist nicht gut. Die eigene Karren gemacht. Das ist Boah, ich meine, im Zweifel kriege ich halt dann irgendeinen AIDS-Karren, ne? Oder ich mache mir das dahin. Also. Und hab dann potenziell... Könntest weiter spekulieren, oder? Also entweder ihr schiebt mir Scheiße da rein. Ja, was wir auf jeden Fall wahrscheinlich passieren Das kommt drauf oder an. Ich glaube, wenn da noch ein Kamel drauf landet, wäre da zum Beispiel Bram wieder attraktiv. Das weißt du halt ja, nicht. Ja, aber ein Kamel wird da nicht... Ja... Also, das ist. Ja, komm. Ja. Ich mach erstmal so. So, jetzt. Ich bin der Einzige, der Flamingos hat aktuell. Einen männlichen Panda, das wäre mir. Außerdem kann der Bram, der freut sich doch auch bestimmt über einen Elefanten. Da ist Kamel. Oh, Kamel. Guck mal, wenn du das jetzt da reinpackst, dann freut sich der wenn Bram. Wenn du das jetzt da reinpackst, dann freut sich der Bram. Flamingo. Zu Flamingo? Das ist okay, ja, weil dann könntet ihr mir die kaufen. Zebra und Kamel Ach, Bram. Ist ah, okay, ich verstehe. Nicht gut. Ja. Das ist der nächste Kamel, Alter. Da sehe ich noch ein Kamel. Das ist einfach der Gay Club hier oben. Warum das denn? Ja, das ist doch Achso. eigentlich auch schon gar nicht so uninteressant, das Ding, ey. Das, ja. Ja, das ziehen wir noch eine Runde, wa? Noch ein Flamingo. Oh, was ist denn da für eine Scheiße gerade hier? Gönnung. Das ist nicht gut alles. Uff. Krass, wie hast du das denn gemacht, Jay? Was denn? Du bist mit der Maus gerade exakt auf einer Linie. Ja, mit WASD. So bewege ich mich immer. Wow. Wie bewegst du dich denn? Mit der Maus. Ich zoome meistens raus und rein, aber... Wie kann man sich mit der Maus mir grade, du wärst minimiert und hast gerade die perfekte Vertikale gemacht mit der Maus. Ja, ich bewege immer krass. Mit WASD. Ja, ja, das mache ich meistens auch. Okay, ich bin dran, ne? So, zack. Ui. Ja. Geld. Okay, jetzt muss er nochmal durchrechnen. So. Och, kacke. Dromedar, hier Kamel will der und der haben den Flamongo nicht. Das und das ist richtig geil für auch keinen. Du kannst dat mit einer Münze die Wagen eh nicht versorgen. Das ist alles nicht geil. Eine Münze ja, verschönert Wagen kann... ja eh nur. Ja. Hm. Wenn du den bei dem Elefanten hinlegst, dann schnappt der Bram sich den einfach so.
Okay. Ja, das wird jetzt kann ja auch potenziell warte noch mal, meiner werden, ne? Ich ziehe. Das stimmt. Potenziell Sepp ist das noch deiner. Jay zieht, Bram zieht. Theoretisch. Also ich glaube, dass der Wagen hier sowieso verschwinden wird, aber. Boah, nee, das Risiko ist mir zu hoch. Ach, man nimmt dann jetzt das schon? Den hätte ich mir auch genommen, ja. Okay. Christian hat sich jetzt hier einen guten Wagen genommen. Ja, da ich ja jetzt geboost wurde, boosten wir mal mit. Warum wurde oh, verdammt. Das ist schon krass. Du bist jetzt aber richtig geboost. Alles richtig reingefickt. Komm, Sepp, zu dem Elefanten. Also zu dem Flamingo, da machst du denjenigen, der am meisten Geld hat, noch mehr Geld. Zu dem Zebra. Das wird so oder so gut für mich. Weiß ich nicht. Ich glaube, der Zebra könnte Sepp noch spekulieren, dass er das nimmt, aber... Weißt du, du willst halt auch das Elefantending. Ich glaube, das kleinste Übel wäre echt das Elefantending. Nee. Jetzt zu viel Geld jemandem unterschieben ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was das macht, das Geld. Ich kann ja nicht so viel kaufen. Der ist in die Stelle eh scheiße. Okay, das ist, glaube ich, Sepps Ding, das er gerne hätte. Dennis nimmt sich. Klar, kein Nachteil. Ja, Geld also deswegen, und Elefant, was soll ich tun? Ich hätte jetzt auch gesagt, den nehme ich. Ich bin sehr gespannt, falls noch gezogen. Ich werde auf jeden Fall mit Argus Augen jetzt darauf achten, was gezogen wird. Egal, ob jetzt oder gleich. Gucken. Was ich verpasst hätte. Jay ist dran. Ja, überleg gerade. Gut, wenn jetzt natürlich ich mir was Schlechtes ziehe, oben. Dann kann Sepp sich aussuchen, welchen davon er favorisiert. Das ist die gleiche Situation, die ich eben Sepp wird auf jeden Fall nicht den Oberen nehmen. Kannst ja auch eine Transaktion machen. Sepp wird genau, kauf dir einfach nur ein Tier. Oh, er zieht. Oh, da ist der Leopard. Eieiei. Der Leopard schon. Würde dann füllen bei Sebastian. Das ist schon nicht aber so du hast lecker. Auch dann zwei männliche da oben. Das ist doch auch gar nicht so schlecht, oder nicht? Und das hier zwei unten. Männliche? Hä? Ja, das ist doch also männliche. Hier würde Sepp minus zwei Punkte kriegen. Ich glaube, wenn er ja, schon aber ich dachte, die werden noch nachher verkauft oder und so. Ich dachte, das ist echt wichtig, scheiße. Nee, verkaufen ist nachher eigentlich kaum drin. Doch. Ich weil glaube, du nicht so viel Geld hast. Ich glaube tatsächlich, wenn du versuchst zu gucken, zwei männliche Tiere zu geben, männliche Tiere zu verkaufen, ist natürlich immer sehr attraktiv. Ja. Also hiermit muss man sagen, Sepp, hier hast du nur minus zwei, dein eines Krieg ist aber voll. Hier bekommst du auch minus zwei, aber noch eine Münze. Dein Gehege ist nicht voll. Gehege ist voll. Den wird mir Bram auf jeden Fall abkaufen. Wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich dumm, jetzt, wenn er das nicht tut. Wenn ich jetzt hier dieses Ding nachher hätte, ja, hier bei mir in dem Stall, dann einen weiblichen Flamongo hätte, ja. Ja, dann kommt das Baby kommt in den das Stall. Baby da rein, ne? Ja. Ja, du musst vorher tauschen quasi die Gehege. Stimmt, wenn du ein Kind kriegst, kommt er dann in den Stall, wenn kein Platz mehr ist? Ja. Okay. Geht dann in deshalb werde ich mir die hier gönnen. Yay. Okay. Und, boah, jetzt wird das aber tricky. Damit kriege ich eine Münze voll. Ich bin grad braun. Das ist doch der Einzige mit diesen Leoparden, ne? Damit kriege ich den. Und du bist leider auch über. Scheiße! Ja, Jay. Dann take the last nehme ich jetzt logischerweise den letzten, ne? Und pack den da rein. Den. Da rein. Und die Münzen kommt dann da drauf. So, das heißt, wir sind erstmal durch mit der LKW-Fahrer so und kommen mal wieder zu einem Übersichts. Stall-Ding hier, ne? Da, ich bin so da ist reich, Junge. Ich kauf euch euer Leben. Sieht halt aktuell aus. Gucken wir mal bei Jay. Jay ist echt reich und sieht eigentlich ganz gut aus. Hat er noch zwei Tiere in der Hinterhand. Brammen. Auch um Doppelleopard in der Bahn. Ist aber gut, ne? Also ich meine, ist schon nicht schlecht. Braucht halt nur ein bisschen Münzen. Kohle. Das ist tatsächlich gar nicht so schlechte Ausgangslage. Sepp, drei Münzen. Oh. Ich bin Flamingo der Eiche Noah, ich nehme sie alle. Ja, hat aber auch schon ein volles Ding mit Verkaufsstand. Also schon nicht schlecht. So. Wer war gerade letzter? Jay. Jay beginnt. Du kriegst Jay doch jetzt beginnt. Eine Münze, Chris, Sepp, oder? Hat er schon. Hab ich schon. Ach so. Ah, okay. Ja.
Aber nur, damit ich Bescheid weiß. Ja, ja. Ihr habt die gerade voll gemacht, deshalb habe ich eine Münze gekriegt. Du kannst jetzt kaufen. Ich bin da dran. Du bist dran. Ja. Wenn ich dir einen Tipp gebe... Okay. Ja. Was war der vielleicht, Tipp? Ich hätte vielleicht selbst Flamingo gekauft, um da noch eine Münze zu kriegen und dein Ding voll zu machen. Ja, aber im Zweifel kann ich das ja auch noch gleich machen. Flamingo will eh das keiner haben. Ich wollte halt nur sagen, weil du das Spiel noch nicht gespielt hast. Ach so. Nee, okay, ich verstehe, ich danke. Ich bin da auch mal froh drum, wenn Leute mir sagen, wenn ich was übersehe. So, Geld ist knapp, ne? Das heißt, wir können mal wieder Tiere. Das Fischaugenfahrrad. Bums! Oh! Oh, das ist was für Bram. Da wird der Bram direkt fickrig. Ja, musst du ja nicht mehr den von Sepp kaufen. Da wird der Bram direkt fickrig, wenn er das sieht. Aber der hat ja auch den männlichen, ne? Da ist ja auch noch ein männlich. Alter, die Kamele, das ist so klar, dass das Bram hat. Guck dir mal, mach mal alt auf das Kamel, ey. Ja, das guckt auch so wie Bram. Ich habe echt die Befürchtung, egal auf welchen Wagen ich da tue, Bram nimmt sich den schon, wenn da eins drauf ist. Der Schimpanse. Deswegen bin ich am überlegen, den zu dem Verkaufsstand zu tun, weil er den Apfelstand schon hat. Bram, Alter, du musst nächstes Mal auf jeden Fall brauchst du Kamel, Schimpanse und Panda in deinem Zoo. Guck dir den Panda an. Und der Panda, der guckt auch so, ja. Der guckt ganz schön entspannt. Ja, der guckt wirklich entspannt. Also, ich glaube, Bram nimmt sich den Truck schon, wenn da nur einer drauf ist. Ja, aber dann hat er keinen Nachteil. Du musst ihm irgendeinen Nachteil geben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich Bram da noch einen Nachteil draufschummel. Ja, du ziehst sofort eine Münze, dann sag ich Dankeschön. Ja, eben. Ja. Und den Verkaufsstand, hat er ja schon, weißt du? Ja, okay, dann packt er da drauf, dann packe ich da vielleicht noch ein anderes Tier drauf. Oh. Ja. Ja. Gibt keine 4 Items, ja, also. Okay, ein Verkaufsstand, den will ich haben. Jetzt will ich den nicht mehr. Oh, Zebra, männlich. Zebra für haben. Den Bram. Hey, Bram, was geht ab? Männliches Zebra. Dafür, dass du das auf mir unterjubeln willst, überlegst du aber ganz schön lange, weil du weißt nämlich auch, dass das ganz schön geil wäre für dich. Jetzt die Frage, Sepp, dich selber abfangen? Mich. Nee, bumst mich. Du bummst dich lieber selber? Ja. Das ist doch voll der Scheiß-Truck, ey. Also für mich. Wer ist denn jetzt dran? Ah, Dennis. Ich bin dran. Ja, hier brav. Nee. Brumm, 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 brumm. Oh, nimm. Oh, du könntest auch für 2 kaufen. Ja, warum soll ich das tun? Ja, weil du dann nicht für 2 in Zebra warst. Oh. Das meine ich. Da ist ein Panda-Bärchen. Und Leute, ich sehe ein Zebra. Hallo, lieber Panda. Also, wir machen zwar vielleicht. Der Sepp drüber freuen. Wir machen vielleicht hier. Ja, das hat Sepp nicht gesehen. Christopher Street Day. Das ist der beste Wagen. Der hat gerade einen Wagen für Christian gemacht. Der war so fixiert auf mich. Oh, das stimmt. Also, stimmt. Das ist so ein typischer Sepp-Fehler. Ja, wow, hast du aber selber nichts zugesagt, du Affe. Ne, warum sollte ich auch? Für mich liegt das da noch nichts Schlechtes. Okay. Nein, nicht aufeinander. Noch nicht. Oh, ja. Erst wenn die Leute nicht mehr gucken. Sepp, ja, du machst einen schlechten Move, du musst mich gar nicht dafür blamen. Du hast es erst gut gemacht. Du warst es gerade so, als wenn du es gesehen hast. Hast du aber genommen. Alter, das war ja mal der perfekte Wagen für Christian. Ja, der hat richtig ausgetrickst. Du hast Christian ausgetrickst. Nee. Ich hab einfach nur nichts gemacht. Genau, Christian hat einfach nur nichts gemacht. Ich bin dran jetzt. So. Sebastian. Ich finde das gut. Schön für Christian, das ist auch nett. Ja, ich finde auch schön für Christian. Lol, was? Lol. Ah! Da ist das Kind. Okay, nimmt man das dann so schnell schon? Ja, du hast doch 2 Tiere gekriegt gerade. Komm Jay, weißt du, wir machen uns jetzt einen coolen. Jetzt können wir natürlich ziehen bis zum Umfallen. Ja, Bram, guck mal. Das ist meiner. Ja, den will Bram nämlich auch nicht haben. Bitteschön. Ja, Sinn. Ja. So. Ja, den kann ich nehmen. Weil hier, in der Bahn krieg ich keine Minuspunkte. Okay, dann steckst du aber im Zweifel auch einen ein, wenn du jetzt einen schlechten ziehst. Ja, du kannst ihn auch selber nehmen. Ich biete sie halt gerade an. Ja, ich wäre am besten. Ich kann nicht. Da wollte er cocky sein. Jay, also. Der wird mich jetzt Witze auch noch fordern. Ich biete dir gerade an, Sachen für dich wegzunehmen. Und da willst du noch wirklich ein Arsch sein, oder was? Ich will doch kein Arsch sein. Du musst dir um die Tiere in deiner Bahn keine Sorgen machen. Okay. Bring immer 2 Münzen. Also nur, weil ich keine Münzen kriege. Bin ich doch ein netter Typ. Nachdem 4 Leute auf dich eingeschrien haben. Oh. Oh, das ist ja gut. Ja, wobei, einer zu viel, aber... Ja doch, er kann auch jetzt tauschen. Er kann ja tauschen. Du kannst jetzt vor die Elefanten mit den Dings tauschen. Mit den Elefanten. Ja, mit den Flamingos. Ziehen. Ich weiß gar nicht, was das kostet gerade. 2 Kostet, ja. Ein kostet Exchange. Ja.
Dann hast du den quasi fast schon voll. Ich würde nochmal ziehen. Was hast du zu verlieren jetzt? Eigentlich habe ich nichts zu verlieren, ne? Ha, guck mal. Also. Ja, sie brauchen auch nochmal. Oder nimmt sich den Elefanten mit den zwei Flamingos? Ey, das Elefantending war voll. Oh, Bram, das fände ich echt fies. Wir haben uns schon wieder zusammen gemacht. Ja, wir waren gute Freunde. Ich will überlegen, ob ich nochmal ziehe. Du hast mir doch gesagt, jetzt bist du so ein Arschloch. Ja, warum? Ich überlege gerade, ob ich nochmal ziehe. Das ist doch von deinem unabhängig. Ja, okay. Ich dachte, du willst jetzt den Truck nehmen. Der ist doch scheiße für mich. Hier kriege ich 0 Minuspunkte und hier Minuspunkte nur, um dich abzufucken. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ey. Mein Bram, an deiner Stelle würde ich mir den. Ich höre gerade nur so ein Rauschen. Und den unteren kaufen. Hast du den voll? Ja, ich an deiner Stelle kann ich das verstehen, aber das tue ich auf keinen Fall. Ich werde dir kein Geld in den Hals drücken. Okay, dann hättest du zwei Münzen. Wenn Sepp versucht, Leute abzufacken, ist gleich eh der andere damit auf Platz 1. Ich wollte dir helfen. Das ist keine Hilfe, Sepp. Was viel klüger ist, ist, dass Moment, ich den hier nehme und vorher swappe. Ja, also wenn du auf genug jeden Münzen, Fall. Also, naja, man muss sagen, er bräuchte ja 5 Münzen für die Kauferei. Die Kauferei würde dir aber trotzdem ja 4 Flamingos in dem Ding bringen. Also da hat er ja schon recht. Ja, aber wäre doch voll klug, wäre es, den zu kaufen. Und bevor ich aber das mache, in der Runde die Affen mit den Dingern hier zu tauschen. Das ist beides nicht unklug. Nee, du bräuchtest halt auch 5 Münzen für die Nummer, wa? Nee, für die Nummer bräuchte ich keine 5 Münzen. Nee, für die Flamingo-Nummer, weil du musst ja dann quasi einmal das Feld kaufen plus den Flamingo. Das macht ich kann beide Sachen verstehen, wollte ich mir. Ja, aber das macht keinen Sinn. 5 Münzen ist Utopie, da ist keine Ahnung, wann ich da sein werde. Ich hab gesagt, dass das Sinn macht. Hast du das einfach nur so vorgeschlagen? Nein, ich hab vorgeschlagen, du sollst dir mein Kamel kaufen und das Kamel nehmen, damit du den voll hast und 2 Münzen kriegst, du Affe. Ja, aber ich weiß, aber dafür muss ich dir ja trotzdem eine Münze jetzt geben. Du könntest einfach ziehen. Ja, wow, du vielleicht kriegst aber die Frage, ob ich. Aber das beantwortet die Frage. Du hast 8 Punkte, ja, sorry. Ja, aber das beantwortet die Frage immer noch nicht, ob ich jetzt nochmal ziehe oder nicht. Wenn du ziehst, hast du eigentlich nichts zu verlieren, halt weil den oberen kaufen. Wagen nimmt doch EJ. Das stimmt, aber. Nee, das stimmt. Den wird auf jeden Fall Jay nehmen. Aber hier könnte der Scheiße drin sein. Ja, aber was soll denn da für eine Kacke reinkommen? Ja, keine Ahnung, noch ein Flamingo? Ein Panda? Ja, Panda. Ein Affe? Panda wäre auch wär cool. Super. Braucht Jay noch einen Panda, um Punkte für sein Fünferfelder zu kriegen. Ah, okay, ich hör mal auf. Und Chris. Da ist die Münze. Ja, guck mal. Der ist doch perfekt. Eben. Kannst du alle benutzen. So, jetzt nehme ich mir natürlich den. Nein. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was kostet das X? Nein. Das wäre mega dumm. Du kannst jetzt auch nochmal erst Geldrunde machen. Überlegen. Exchange kostet einen. Exchange kostet einen, ja, das muss ich ja auf jeden Fall machen, weil das wäre sonst echt dumm. Ja, vor allem bist du dann der Letzte, fängst dann auch an. Dann wäre das sogar richtig smart. Ich jetzt den Coin hier nehme. Ja. Und die Flamongos mit den Elefanten tausche. Ja. Boah, Alter, hier riecht die ganze Zeit irgendwie nach Brötchen. Ist doch richtig, oder? Das ist jetzt, was ich gemacht habe, ist doch alles fair. Genau, jetzt oder? Bin ich dran. Jetzt ist Bram dran. Jetzt nimmt er mir den Flamingo-Wagen weg. Do it! Bitte nicht! Nachdem er gerade getan hat. Bram, cool! Ich heiße nicht Sebastian. Cool das macht null Sinn, Alter. Nee, das hier ist doch... Das hier, weißt du, ich werde nämlich das gleiche tun wie du jetzt. Werd den da reintun und swappen. Oh, das war gut, Bram. Ja, und jetzt bist du dran. Bram, du bist super. Ich habe nie an deinen Spielkünsten gezweifelt. Boah, so, und jetzt wäre das ja eigentlich nur smart, wenn ich jetzt... Naja, also es gibt eigentlich nichts Dummes, was du machen kannst. Du kannst im Endeffekt die Teils kaufen oder den Wagen nehmen oder irgendein Tier kaufen. Ich nehme jetzt den Wagen. Das sind geschmeidige 11 Punkte dann schon für dich. Mhm. Bup. Stimmt gar nicht, sogar noch mehr. Richtig? Jo. Richtig. Ja, alles richtig. Okay. Das ist doch eigentlich ganz okay. So, Bram. Kaufst du was oder nimmst du den Wagen? Oder schiebst du? Schieb nochmal den Affen mit den Leoparden. Das ist, glaube ich, ein guter Move. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Guck mal, Bram, ey, das nenne ich eine faire, gute Koexistenz hier zwischen zwei Zoobrüdern.
Ja, war eine gute Runde. Das fand ich einfach nur, Bram, da kriegst du von mir ein virtuelles High Five auf deinen geilen Arsch. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das toll finde, aber ich nehme das mal an. Klar. Freundlich, ich nehme das mal freundschaftlich an. So, ich fange wieder an. Ja, warte, guck mal schnell. Du hast Angst, dass der Risiko-Jay am Start ist, oder was? Da haben wir Jays Zoo, der sieht schon sehr voll aus, muss man sagen. Das ist schon echt krass. Ja, dafür habe ich keine Verbrauch. Also bei mir gibt es keine Toiletten. Ja, aber also du hast einen vollen Zoo plus 4 Münzen. Also du bist schon gut dabei, muss man sagen. Schon gut. Dir fehlen vielleicht noch ein paar Verkaufsstände. Bei Bram ist so halbe-halbe. Also der hat Verkaufsstände, recht vollen Zoo und Münzen. Sepp hat Münzen, auch ja ein bisschen weniger, aber dafür auch Verkaufsstände. Ja, nächste Runde fängt Bram an. Go for it. Was passiert, wenn ich hier so einen Affe ausrotte? Dann kommt der raus. Der kommt aus dem Spiel. Ja. Der ist dann nicht irgendwie da drauf? Okay. Nein, aus dem Spiel. Der stirbt dann. Ja, die Zebra. Können wir mal einen Zebra von mir holen, irgendwer? Deswegen steht er weiterhin. Ah, gucken wir uns das erstmal an, was hier passiert. Oh. Männlicher Elefant. Ein Elefanto. Den kann keiner mehr brauchen. Ja, du bist dran. Ja. Den könnte Sepp noch gebrauchen. Ja. Mhm. Oder und sonst keiner. Mit. Okay, vielleicht mal. Tendenziell Bram halt. Klar. Hier, Christian, mal, falls du mal einen richtigen Affen brauchst. Vergiss den nicht. Ey, ich vergesse den nicht. Ich brauche aber halt auch Geld. Also sei denn, das stimmt. Da anders weit. Ist das nicht geil? Ist doch potenziell ganz gut. Dann kannst du aufrüsten und dann tauschst du das dann später. Was ist mit Jay los? Jay spielt auf einmal mit Leuten zusammen. Ja, aber ich merke auch richtig, wie Jay gerade eine Mähne wechselt und Sepp die Haare ausfallen. Nee, ohne Scheiß, bei einem kompetitiven Spiel auf einmal die Blümchen rauszuholen, also irgendwas stimmt hier nicht. Guck mal, Jay hat die Blümchen rausgeholt, guck mal, wie weit die das gebracht hat. Das stimmt. Ja, aber dich ja auch. Ja, das stimmt. Also, ich halt nicht gewinnen. Ja, nee, aber reicht doch schon, wenn du verlierst. Ich spiele das erste. Okay. Ich habe auf jeden Fall das richtige Ziel gefunden. What the fuck? Dran. Ich will nicht mit Sepp nachher am Ende zu zweit sein, da kriege ich Angst, dass der Shit baut. Sepp, du willst mein Äffchen kaufen, oder? Mhm. Hab ich gehört. Ich höre nur raus. Ja, mein Zebra möchtest du kaufen. Könnte ganz schön viel Quatsch machen. Was ist denn, was ist denn Quatsch, den du machen könntest? Sepp könnte jetzt auch für eine Münze quasi seine beiden Kamele reinpacken und das Zebra in den Stall, oder? Ja. Mhm. Das hat Braun mir auch gemacht. Mhm. Zahl eine Münze. Und. Tauscht? Tausche die hier. Okay. Wenn ich jetzt mir hier mein Zoo anbaue, das. Wenn ich da nichts drin habe, kriege ich keine Minuspunkte, ne? Nee. Freie Felder sind egal. Bram ist dran. Bram ist dran. Also, der ist Kacke für Sepp. Mir fehlen echt Optionen durch Kacke. Gerade. Das ist echt shit. Aber auch nicht schlecht für Sepp. Ja, doch, die Problematik ist, also der wird hier, kriegt er 2 Minuspunkte für. Wenn der eingelöst wird, kriegt er noch einen Leoparden mehr und kriegt er auch noch einen Leoparden in die Bahn. Ja, stimmt, warum hat er. Ja, okay. Das heißt, der Wagen ist für Sepp nicht gut, so wie er da jetzt steht. Der Wagen ist für Sepp nicht super. Ich weiß gar nicht, wieso du da bei Sepp guckst. Du kannst den Leoparden zu den anderen Leoparden tun, den Elefanten irgendwie in die Bar, dann tauschst du und kriegst den noch da rein. Ich hab noch mal eine kurze Frage. Ab wann kriege ich noch mal hierfür jetzt diese Münze? Sobald du die voll hast. Wenn du ein Tier da reinpackst und das voll wird dadurch. Okay, ja. Aber wenn ich. Jetzt, also ich könnte jetzt theoretisch wieder mit den die Panda mit den Elefanten tauschen, um dann den Panda reinzukriegen. Ja. Dann kriegst du wieder eine Münze. Und dann eine Münze. Okay. Die einzige Regel ist, du kannst durch Tauschen keine Münze davon kriegen. Dann, dann hast du das eigentlich abgedeckt. Du kannst nicht die Flamingos mit den Elefanten tauschen und dafür eine Münze kriegen. Okay. Genau. Ach, okay, das kostet ja eine Münze. Du kriegst eine. Ja. Ja, du kriegst ja halt auch nicht mal eine. Ich kann jetzt aber auch nicht hier die Panda mit den Flamingos tauschen und mir dann, weil ich das dann fülle,
Nee, durch Tauschen kriegst du keine Münze. Nee, ah, ja. Durch Tauschen gibt es keine Münze. Ja. Das sind 5. Ho, 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 ey, ich habe echt plenty of options gerade. Schwer. Was überlegst du denn? Schwer, schwer. Hey Bram, ich hab da so einen Leoparden. Nein. Oh, Bram kauft sich. Bram gönnt sich. Das war nämlich das, was ich ihm vorhin gesagt habe. Und ja, aber das war vorhin noch nicht smart. Rauschen. Ja, das war vorhin aber nicht smart, als du das gesagt hast. Das jetzt ist das smart, nachdem ich dich abgefuckt habe. Du hast mich doch nicht abgefuckt. Dann gebe ich 2 Pünktchen für. Oh, das Babykamel hat nicht so dicke Kitties. Ja, damit ist Sepp, Jay dran. Jetzt hast du deine 2 Münzen bekommen? Genau. Mit F können. Mit F können, ja. Alles scheiße. Na, Christian findet das Äffchen ganz nett. Sonst hat ja gar keiner Äffchen, ne? Oder ich. Ja. Genau. Um mal den Abfuck-Move vorzubringen, ich würde den auf den Dreier da legen, auf den unteren. Weil? Weil Christian weder den Elefanten noch den Leoparden richtig gebrauchen kann. Ja und? Aber nachher kriege ich den. Okay, du musst natürlich an smart spielen und den nicht kriegen. Dass man auch Pech haben kann mit dem Ziehen, da senkt der Sepp nicht dran, deswegen ist er so weit vorne. Ach ne, Moment. Also das ist mit der Ziererei halt echt so eine Sache. Ich wüsste tatsächlich, wenn ich den Affen ziehen würde, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich den drauflegen soll. Affen mal dahin. Was? Ja. Wenn mit Sepp den Panda sich nicht holt? Einen Affen kriegt. Und den Affen kann ich potenziell anbauen. Ihr seid ist doch gar nicht so dumm. Ich auch so. Weiblicher Panda. Ja, das ist ein Ding, was ich nicht haben möchte. Echt nicht? Das glaube ich dir nicht, Jay. Okay. Damit machst du dein Panda wird voll. Nee, damit ja, genau. Macht er, wenn du da reinmachst, macht er übervoll. Dann wird gefüllt. Dann hat er wieder Minuspunkte. Ja, aber wenn du da reinmachst, dann tauscht er. Dann tauscht er mit seinem Geld und hat richtig viel geilen Scheiß. Ja, dann wird nicht übervoll. Ah doch, dann habe ich natürlich einen Elefanten zu viel. Dann hast du einen Elefanten und einen Leoparden zu viel. Und das sind wieder 2 Tierarten, die dir Minuspunkte. Ja gut, aber das ist halt das Ding, was ich nie haben will. Das ist potenziell richtig und deswegen verschieben wir mal die Entscheidung. Was? Das ist jetzt ein leckerer. Warum? Das glaube ich. Das ist ein leckerer. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert, keinen abfuckt. Alle spielen zusammen. Was ist denn das für ein Spiel? Das ist so wie, als wenn du bei COD alle mit Blumenwaffen rumrennen. Ey, das gibt's doch nicht. Das stimmt so nicht ganz, Bram. Elefanten will keiner. Ja, da wüsste ich ja, wo ich den jetzt hin tue. Ja, den kannst du auf den Leoparden-Dingens machen. Aber dann kann das Problem sein. Ja, ganz einfach. Zum Panda? Ja, du wirst doch den einer Panda alleine schon nehmen. Also, ja, geht natürlich auch. Hm. Wo sind denn diese komischen Stände? Gibt's die doch? Ich brauch mal welche. Ja, wir haben schon ganz schön viele Stände durchgeballert hier. Scheiße, ey. Wo packe ich dich denn jetzt hin, Junge? Also, ja, komm hier. Komm. Bitteschön, mal einen voll. Judy! Bram ich tausche. Da wird getauscht. Damit ist der Elefantenkäfig plötzlich sehr interessant. Ja, Elefant und Leopard. Ist jetzt das, ist doch, das war ein smarter Move von Bram. Das finde ich gut. Also... Das Problem, ja, Bram ist leider vor dir dran, sonst hättest du den gleichen Move machen können. Wobei, das hätte ich tun können. 1, 2, 3, warte mal. Ach nee, das sind nur 4. Nee, vergiss es. Forget it! Ich find's echt unfassbar, dass ich keine Münzen in diesem Scheißspiel krieg. Elefanten, Schimpansen und Panda. Das ist doch der einzige, das ich haben will. Wenn ich jetzt... Könntest du jetzt aufbauen, damit dir keiner wegnimmt. Wenn ich jetzt die beiden tausche, dann habe ich ja danach 2 volle Gehege.
Weil ja keiner wird mir doch den Dingen zocken, oder macht das irgendwer? Sofern da keiner dir die Dinge zockt, ist das so. Dann kriegst du 3 Münzen. Ja, aber wer, okay, außer Sepp wird das keiner machen, aber dann macht er sich ja selber kaputt. Weil das aber sind ja, zwei Tierarten, die Sepp überhaupt nicht gebrauchen kann, also gar nicht. Hast du recht, wenn du jetzt tauscht, hast du 2 volle Gehege danach im Zug, wenn du den, sofern du den Truck bekommst. Einfach mal. Gucken wir mal, was passiert, ne? Ist doch richtig, ja. Tja. Ist richtig. Jetzt Christian dran. Ja, aber kein Geld. Die Wagen sind irgendwie alle kacke. Aber ich habe immer noch keine Stände, so eine Scheiße. Fucking Flamingo. Da ist der Flamingo. Hallo Flamingo. Was soll das denn? Ja, hier könnt ihr euch drum kloppen, ne? Fuck Flamingo. Belastend. Falscher Wagen. Ja, ich zieh mal. Eine Münze. Okay. Das. Okay, das war. Oh, ja, ja. Da hätte der Flamingo drauf gemusst. Wobei, da wäre auch keinen Unterschied gemacht. Nee, das nicht. Aber die Münze. Boah. Ey, Jay, ich würde den unteren Wagen nehmen. Ah, nee, Quatsch, dann wird das voll. Hm. Wäre übervoll dann. Ja, das ist halt ein Tier zu viel. Hast du, dann hättest du nicht tauschen dürfen. Das ist doch absolut perfekt hier oben für mich, wenn ich den jetzt nehme. Das stimmt, aber wenn er nicht getauscht hättest und jetzt den nehmen würdest, wäre das auch. Wenn ich jetzt den nehme, dann kriege ich 3 Münzen. Der Dennis ist doch dran, oder? Das ist richtig. Also, das stimmt, es geht um den hier. Du bist nicht dran. Bram ist dran. Entschuldigung, ich dachte, ich bin dran. Nee, es ging darum, dass wenn du gerade nicht getauscht hättest, du jetzt den hättest nehmen können. Ach so. Ja, macht ja nichts. Hätte, wäre, wenn und aber. Genau. Das ist ja okay. Mhm. Aber jetzt habe ich vielleicht meinen Move offenbart, den ich jetzt mache. Hm. Ja, hast du doch schon vorher gesagt, also. Was? Ja. Ganz ehrlich, den wird keiner nehmen. Also kann ich auch nochmal ziehen. Offenbart, nice. Zebra. Wer könnte den Zebra gebrauchen? Sepp kann das gebrauchen. Also da und darfst Christian. Du den nicht hinpacken. Das ist doch so ein Selbstding. Ja, aber Christian hat da schon auf die Münze geguckt. Wenn ich dem jetzt noch einen Zebra gebe, um das schmackhaft zu machen, nehme ich Sepp damit die, vielleicht die Pandas weg. Was will ich mit dem Panda? Weiß nicht, du hast schon zumindest laut drüber nachgedacht, dass du das interessant findest, selbst mit dem Panda. Nee, für Jay fand ich das interessant. Also das habe ich tatsächlich nicht gesagt. Aber ja, Münze ist eigentlich nicht so schlecht. Es hat halt keiner auf Sieg spielt, Hauptsache auf Sepp abfacken. Finde ich gut, Bram. Das ist halt Quatsch. Warum? Das war auf Sieg spielen. Den nehme ich so oder so, das wissen alle. Also kann ich doch was ziehen und gucken, wen ich am besten abfacken kann. Ist doch smart. Ist doch auf Sieg gespielt. Nee, hast du nicht verstanden. Nee, du hast das nicht verstanden. Dankeschön. Wer ist gerade dran? Was habe ich verpasst? Ich bin gerade dran. Ich überlege gerade, wo ich den hinlegen soll. Christian, ich frage mal ganz direkt. Wenn ich den da hinlegen, würde, ja, würdest du ihn dann nehmen? Würdet ihr den Wagen schmackhaft machen? Theoretisch, ja. Also ich würde dir den Gefallen halt tun, aber wenn nicht, dann würde ich das auf ein anderes Auto legen. Boah, Alter, dann muss Sepp also halt der sich schon selber attraktiv. Den Wagen zusammenlegen und hätte halt echt scheiß genau. Dinger. Nee, der kann ja super, der kann 3 Münzen kriegen. Also das weißt du ja. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht kriegt er auch einen Leoparden und also danach würde ich halt nicht spielen, nach Glück. Aber der Wagen wäre schon. Die Wahrscheinlichkeit ist schon, das ist schon ein Abfuck-Move für Sepp, theoretisch. Warum das denn? Alter, Freizeit. Hey, was anderes hat Bram sowieso nicht heute mehr vor. Hey, warum? Ich spiele auch für mich. Ich verstehe deinen Einwand doch nicht. Ja, du spielst mit allen zusammen, spielst du gerade. Ja, wow! Zu meinem Vorteil. Ich frage halt Christian ganz offen, ob er das gerne hätte, wenn ich den hier drauflege, weil er den Wagen dann cool findet oder ob er besser wäre. Und zwar, weil er für mich toll wäre und nicht, weil er für sich genau. Scheiße wäre. Ja, genau. Und meine Intention ist halt, ich habe Christian ein schönes Auto gemacht und selbst gleichzeitig abgefuckt. Die Frage ist, du stoppst natürlich auch damit Christian voll, ne? Ja, aber das versteht man ja auch nicht. Ja, aber Christian Münze noch, eine Christian eine Münze nochmal zu geben, ist weniger als Sepp. Sepp hat mehr Münzen. Ja, das heißt, lieber Christian. Ich habe die meisten Punkte aktuell auf dem Feld. Ich bin auf jeden Fall der gefährlichste, auf dem man. Nee, aber von euch, kann ja nur euch beiden vergleichen, weil der Rest zieht diese. Jetzt ist ja Sepp, was der zieht. Der gefährlichste von zwischen Sepp und Christian ist doch eher Christian, oder? Für dich.
für den Sieg. Findest du? Also von, den, von den Sachen, die er hat, ist hier fehlt ihm noch einer, da fehlt ihm zwei. Ihm fehlen hier noch zwei, da einer und da drei. Ja? Also das heißt, ich würde sagen, die sind ziemlich gleich, aber Sepp hat deutlich mehr Geld. Ja. Heißt, Sepp könnte den neuen Stall aufmachen. Christian hat die Kohle nicht. Das heißt, wenn ich über die Münze nachdenke, wem gebe ich die lieber? So, aber wenn ich den jetzt da rein tue, ist das halt ein Win-Win für Sepp. Das ist der beste Wagen, den er haben könnte. Dann ist die Frage... Dann da packt du das Zebra oben links hin. Ja, pass auf. Aber wenn Christian den nimmt, dann ist gut. Aber ich frage mich halt, ob Christian das Risiko eingehen würde, drei random Münzen zu ziehen. Ah. Gucken wir mal. Dann werde ich angerufen, weil das sind Erbus. Jay ist jetzt dran, ne? Jay ist dran, ja. Jetzt darfst du dein Wegelchen nehmen, Jonathan. Ja, die Frage ist, ob ich das schon will. Oh lol, ich werde gefragt, ob ich Mittagessen will. Voll nice. Okay, was könnte ich denn noch machen? Könntest schon kaufen, um dir dein großes Gehege freizumachen, damit du den einen Affen hier nicht mehr rausholen musst. Weißt du ja, also Geldaktionen, du kannst nochmal ziehen. Aber die Frage ist, wenn ihr jetzt euch die ganzen Dinger zieht, vielleicht ist das ja dann das kleinere Übel, wenn ihr mir die Sachen auch wegzockt. Vor der Nase. Ja, kann auch sein. Also Sepp braucht einen Panda, kriegt einen Panda. Christian würde einen Schimpansen kriegen. Aber dann hätte er das gerade schon gemacht, weil das ist halt eigentlich Quatsch. Ja, gerade konnte der halt noch nicht. Oh, in der Runde sind beide Sachen drauf getan. Als Christian das letzte Mal dran war, lag da nur der Panda drauf. Mhm. Hä? Ja. Ach ja, stimmt. Ja, deswegen, da war der Wagen komplett unattraktiv für den. Einzige, was ich bisher gezogen habe, ist der Flamingo und der Panda. Ja, aber der aktuell ist ja noch das Zebra attraktiver für ihn als... Also der Wagen ist attraktiver für Christian als der. Ja, safe. Ach komm, weißt du was, ich probiere das jetzt einfach. Glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Kannst du da jetzt auch schon Tiere reinmoven? Ich denke, nee, das wird nur um. Seine Aktion ist ja schon durch. Ja. So, nee, also wenn ich jetzt mir den. Also jetzt dürfte ich mir das Äffchen dann da reinpacken, wenn ich diesen. Genau. So, dann hoffe ich jetzt, dass du den nimmst. Ansonsten hat Sepp den ultimativen. Wenn das aber auch Christian ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, dass er den nehmen muss. Nee, aber. Also ich brauche halt Geld. Ich habe ihn ja vorher gefragt. Komm mal, sagen, für Christian macht das halt voll Sinn. Wenn er komm, gesagt hätte, nein, hätte ich ihn da reingelegt. Den scheiß Leoparden kauft irgendwie keiner und... Verstehe halt nicht, warum Bram nicht der Zebra an sich in den anderen Wagen gelegt hat, weil so ist das für Christian halt an sich auch gut. Ja, weil ich Christian vorher gefragt habe, ob er denn lieber im anderen Wagen hätte oder da drauf und er wollte nee, den da drauf haben. Wenn du in den anderen Wagen gelegt hättest, das wäre ich habe Christian doch gefragt, weil du dazu jetzt denkst, ist doch scheißegal. Christian wollte dazu haben, ist es doch okay. Oder dich dann abfuckt, ist mir genau, durchaus bewusst, aber das ist Sinn der Sache. Nee, Sinn der Sache von einem kompetitiven Spiel ist, dass man gegeneinander spielt und nicht miteinander. Hab ich doch, das ist gegen dich passiert. Er sieht ja, dich okay, als stärkeren Gegenspieler als mich. Genau. Ja, den Mann mit, der, mit ja den wenigsten Leute... Punkten auf dem Feld. Ich bin arm. Ja. Das finde ich auch arm. Krass, weißt du, du hast eben noch 5 Mützen gehabt, jetzt hast du ein Nüs mehr, aber du hast ja, noch ein ganz freies Feld, Alter. Gönnung. Das ist schon... Da kannst du gut Minuspunkte eliminieren. Ja, deswegen, Sepp, dass ich das abfuck, verstehe ich Moment, komplett. Das ich ist ja der Traumwagen für dich gewesen. Ich verstehe dich einfach nicht, dass du nicht auf den Christian. Stärksten gehst, sondern auf den Schwächsten gerade im Spiel. Christian, warum? Ich konnte nicht auf Jay gehen. Warte mal, Jay, ist das eine spielrelevante Frage? Ja, warum kriege ich Minuspunkte? Du hast gerade gesagt, ich kriege Minuspunkte, weil ich ein offenes Gehege habe. Ja, aber eins von den beiden wird ja eventuell in der Bahn bleiben, aktuell. I see. Sorry. So, jetzt können wir weiter. Ich hab's da schon. Nee, du musst doch zuteilen. Nee, du musst doch zuteilen. Ah ja, lol, stimmt. Oh, sorry. Kannst du den Panda nicht, die Schimpansen, den Panda zum Fraß vorwerfen? Hast du drei Schimpansen weniger. Ich finde, es müsste noch irgendwie so Battle Royale-Modus hier geben oder sowas. So, Sepp, jetzt hättest du immer noch die Möglichkeit, dir den Panda zu kaufen. Den du so brauchst. Ja, cool. Aber okay, was... Das heißt, ich habe damit auf jeden Fall, ich habe damit euch beide geschwächt. Nee. Du hast Christian deutlich gestärkt und hast mich die ganze Zeit als Ziel, ich habe ihm zwei Minuspunkte in dem Spiel habe. Ich habe ihm zwei Minuspunkte gegeben. Ja, okay, aber er hat trotzdem deutlich mehr Punkte als ich. Hat er? Und Jay sowieso, du bist die ganze Zeit nur gegen mich am Spielen, obwohl ich ja, der mit Abstand am wenigsten Punkte habe. Nee, ich verstehe es aber nicht. Ich kann doch gegen wen spielen, gegen wen ich möchte. Du beschwerst dich doch die ganze Zeit, dass kein kompetitives Spiel ist.
Ja, also du willst nicht gewinnen. Du möchtest halt, dass ich gegen jemand anders spiele. Für mich macht das keinen Sinn, dass du nicht auf Sieg spielst. Das ist doch auf Sieg. Ich guck mal, wie gut mein Zoo doch aktuell gefüllt ist. Ich bin doch absolut zufrieden. Na, ja, okay. Ich sehe das nicht so. Viel besser könnte das doch gar nicht laufen. Und da ist die Münze. Ach, so, super. Coin. So, Bram. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht für dich, Sepp. Hüb Holland. Zieh nochmal, Bram. Ja, Moment, wenn er zieht. Achso, ja, meinst du? Den Wagen voll. Du wirst ja wohl kaum den Wagen nehmen. Genau, also was halt passieren könnte, ist, dass du nimmst deinen Wagen, ja, ich nehme meinen Wagen. Und wir könnten, Sepp könnte den einfach so nehmen. Genau. Ja, logisch. Ach so! Das ist richtig. Ja, ah, dann, ich verstehe. Dann wird da nichts drauf liegen. Scheiße, hast du eine Münze. Ich verstehe. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, kann jetzt halt auch passieren, da kommen jetzt einfach zwei Zebras drauf. Das könnte halt Sepp ja genauso machen wie ihr. Ihr nehmt die halt Entscheidung ab. Absolut, absolut. So, was wäre jetzt smart? Gambling. Wenn ich den Elefanten nehme, ich nehme den Leopard. Ich glaube, an Sepps Stelle würde ich das voll. Die Münze nehmen. Dann fehlt mir da noch eine. Habe ich auch den Pelikan drin. Das ist ja, weil ja, aber der hat schon zwei Tierarten da als Minuspunkt. Also ein Kamel, ein Flamingo, ein Zebra, ein Leopard und ein Panda würde dem nichts tun. Das sind 5 von 8. Also ich würde auf jeden Fall ziehen an Sepps Stelle. Also ihr könnt Sepp eigentlich gerade nicht abfangen, weil ich würde an seiner Stelle auf jeden Fall ziehen. Was ist eigentlich, wenn jetzt Sepp einen weiblichen Flamingo kriegt? Bumsen nix. Die dann auch im Stall? Ja. Nee, das werden die separat behalten. Ich meine schon, warte. Guck nach. Oder bumsen die nur im Gehege? Wie viele Runden haben wir noch? Ziehen. Wir haben noch zwei Runden. Na, ja, kommt drauf an. Sei denn, nimmt einer einen Einser-Plättchenwagen. Aber theoretisch... So. Ja, stimmt. Aber zwei Runden wahrscheinlich noch. Boah, ja, ist das jetzt schwer. Zieh ich jetzt noch? Disc, ne? Oder nehme ich sogar den Münzentruck? Das sind zwei Minuspunkte, die ich krieg. Das wäre der Super-Gau für Sepp. Das sind zwei Münzen. Das wäre der absolute Super-Gau. Wenn du dem jetzt die Münzen... Und mit den Münzen könnte ich, mit den Münzen, die ich habe, könnte ich immer noch meine Gehege voll machen. Fehlt mir nur der Elefant. Ausrasten, Bram. Dann hat Sepp durch den männlichen Jaguar noch einen Jaguar in seinem Stall. Ein Elefant zusätzlich und noch ein Flamingo. Boah. Ja, aber... Das wird der Überabfuck. Ja, pass auf, weil wenn ich jetzt die Münze nehmen würde... Nur Gehege. Nur Gehege, Bums. Dachte ich mir nämlich. Oh, dann hätte ich keine Minuspunkte. Nämlich den bekomme ich, das Gehege voll, das bekomme ich aber auch voll, wenn ich das mache. Mit dem... Closure ist ja Gehege, oder? Habe ich damit keinen Vorteil. Doch, ja. Ich bekomme die 6 Punkte, aber wir haben noch 2 Runden. Und sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein Elefant ist da nur noch drin. Der könnte aber auch da drin sein. Das heißt, vielleicht sehe ich den gar nicht mehr. Belastend. Das ist alles kompliziert, dieses Spiel, ne? Zoo bauen ist einfach. Du hast ein Kind. Ja. Das heißt, da sind noch 2 Elefanten drin. In 35 Plättchen. Ja, stimmt, bei den 15. Ach so, hast du Angst, dass du den Elefant nicht mehr voll kriegst? Ja, genau. Pass auf, die Problematik ist halt, wenn ich das hier nehme. Also, ich tendiere gerade dazu, eventuell den Elefanten kriege ich vielleicht nicht voll, weil da sind 35 Plättchen, da sind nur noch 2 Elefanten drin. Den Elefant kannst du aber von Sepp kaufen, im Zweifel. Und was ich gerade halt überlege, ist, wenn ich die Münze nur nehme, habe ich 4 Elefanten, tausch die mit dem. Kriegt noch eine Münze, weil der... Ach ne, durch Tausch kriegst du keine Münze. Nee. Aber es sind noch mehr Jaguar im Spiel, weil da nicht so viele drauf gegangen sind, weil Jay hat schon die 4 von hier genommen. Hab keine Jaguar. Sind mehr Jaguar im Spiel. Nee, stimmt, ihr beiden habt hier welche. Wolle Jaguar kaufen? Hier, habe ich vorrätig. Das ist ein taktisches Spiel, Alter. Das ist spitze. Kamele auch. Deshalb fanden wir das letzte Mal auch sehr cool. Das Problem ist, du hast aber trotzdem wieder ein bisschen random drin mit den Plättchen, die du ziehst. Ja, deswegen, okay, wow, das ist bei Duda auch. Also so, und jetzt hier ist die Frage, wenn ich das nehme, dann habe ich natürlich die beiden voll, das ist schon gut, aber da kriege ich 2 Minuspunkte für. So, die Frage ist halt, wird Jane doch die beiden voll kriegen? Wieso kriegst du 2 Minuspunkte? Für den, weil der dann frisch bei mir in der Bahn wäre und den kriege ich. Ja, und den werde ich nicht quitt. Kannst du ablegen, Discord. Bram! Ich bin dein bester Abnehmer. Du hast kein Geld. Ja, aber du kannst den Flamingo da einfach discarden, oder nicht? Hat er auch keinen Kass. Ja, kostet auch 2. Das hat trotzdem einen Affen auch noch. Geld? Also. Ja, kostet alles Geld. Geld, weil ich nicht so viel habe.
Ja, ich brauche. So, und deswegen. Ich noch. Wow, das Zebra. Freut sich Sepp. Ja, Bram. Das ist auch gut so. Bisschen Gerechtigkeit. Ja, Jay. So. Du nimmst dir jetzt den Münze mit Zebrawagen, sagst du? Nee, nimm den Flamingo, den Leoparden und den Elefant. Ja, das wäre mega smart. Wieso? Machst du die Flamingos voll? Machst du die Elefanten voll? Das stimmt. Der macht die Elefanten übervoll. Ja, nee. Doch. Ah, nee. Nee, stimmt. Der hat schon. Die haben schon gebumst. Das heißt, das sind potenziell zwei nette Sachen, ne? Du kannst theoretisch bei. Warte mal. Ja, der Flamingo gibt dir aber mehr Punkte, weil dann dein größeres Gehege voll ist, wa? Ja. 10 gegen 5, das ist das Doppelte. Wie viele Pandas gibt's denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, es gibt noch eine Menge Pandas. 2. Oder? Nee. Hä? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibt's aktuell. Da ist 4 Pandas. Nee, hier ist ein Baby, der zählt nicht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Dann und wir haben 11 Stück pro Tierart. Da sind noch 4 Stück drin. Also, ja, da sind mega viele Panda drin. Das heißt, das ist so viel. 3. So, wenn ich jetzt ziehe, könnte es noch geiler werden für Sepp? Könnte schlechter werden für Sepp? Frage ist, ob Sepp jetzt sich den schon zocken würde. Aktuell ist er kein Nachteil, er wird 1 Zebra kriegen. Du hättest 18 Punkte bei 2 Minuspunkten, dann hättest du 16 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Jaguar gibt's auch noch genug. Ich nehm den. Next. Okay, nice. Sebastian. Deine Entscheidung ist aufgrund des Geldes gefallen. Ja. Ja. Geld ist wichtig. Richtig. Er braucht ja auch den Affen nachher noch drin. Den Affen da reinhauen. Genau. Ich hoffe, dass ich vielleicht kriegt Christian noch einen Stand untergejubelt, den ich ihm abkaufen kann. Also, keine Ahnung. Boah, Sepp, ich hätte nochmal gezogen, glaube ich. Nee, Bram hätte mir den gezockt. Einfach nur. Ja, das bringt mir echt gar nichts. Also. Was? Den hätte ich nicht gezockt, der machte keinen Sinn. Im Nachhinein natürlich, aber das hätte dir mir wirklich null gebracht. Nee, ich bin da ein bisschen kritisch mit den Tieren, die da noch kommen. Ja, damit kann Bram wieder anfangen. Gucken. Damit kann Bram wieder anfangen, ja. Und was gibt der nochmal? Eine Münze und 9 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die kleinere Zahl zeigt eigentlich immer an bei den Punkten, wie viele Felder da drin sind. Ja. Oh ja. Good point, good point. Dann zieh ich. Gut, dass ich den nicht genommen habe. Boah, das ist ja schon die Niete. Gut, dass ich den nicht genommen habe, ey. Das ist schon die Niete. Das ist jetzt naja, hin, was machst du denn jetzt? Tu den auf den Wagen, fertig. Also. Ja, tu den auf den Wagen, fertig. Klar. Das ist die Niete. Oh nein, wo setze ich ihn hin? So. Zebras. Oh, den braucht Christian. Will Christian nicht haben? Will Sepp haben? Willst du nicht haben? Willst du nicht moven? Ach, was denn? Den will doch keiner haben, die Zebra, oder? Ich dachte mir, wenn schon Nietenwagen, dann richtigen. Frag mich gerade, ob Sepp noch ein Tier nimmt als Minuspunkt. Im Zweifel. Wenn da noch was Leckeres drin ist. Ja, das muss er sich ja selber drauf packen. Also macht ja kein anderer. Die anderen drei Wagen sind ja alle noch frei.
Pandas können überhaupt nicht Sex haben im Zoo. Es gab doch, gibt doch keine Panda-Bären, die sich im Zoo sich vermehren. Ja, weil die so faul sind, ne? Das ja, ist das ist voll unlogisch, das Spiel. Aber vielleicht kriegen die auch irgendwelche Hormone gespritzt, dass die richtig geil werden und dann trotzdem bumsen. Wer weiß. Was denkst du nach, Christian? Lass uns teilhaben. Was möchtest du machen? Möchtest du ein Äffchen voll machen? Kaufst du mir mein Äffchen ab? Ah. Okay. Schön, Jay, die Affen wegklauen. Ich könnte Bram das Äffchen abkaufen. Ja. Da wird sich Bram sogar wahrscheinlich mal drüber beschweren. Kaufst mir echt ein Äffchen ab. Ja, der kauft dir das Zebra ab. Ach so, kaufst mir das Zebra ab. Das würde ich aber jetzt sexuell. Nämlich zwei Münzen kriegen. Also da freut halt. Sich aber, da freue ich mich drüber. Da freue ich mich drüber, Christian. Next. Minuspunkte weg und Geld. Ja, ey, Jay, ich bin halt einfach ein Gönner. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt einen Jaguar und einen Panda brauchen würde, würde ich ihn bei dir kaufen. Hallo, kleiner Affe. Oh, hallo! Affe, Mama! Ja, sieh ich. Mega. Jay, nein. Doch. Das ist scheißegal. Ich nehme mir einfach den leeren LKW und scheiß drauf. Kannst du nicht. Och Mann! Muss mindestens ein Plättchen drauf sein. Ja. Ja, gut. Okay, jetzt wird ja zwangsläufig einer drauf landen irgendwann. Bram. Hm. Komm, ich hab dir gegönnt. Boah, das ist ein fucking Gamble, Alter. Ich hab dir gegönnt. Ich weiß nicht, worüber redet ihr denn, über welchen Gamble? Was verstehe ich, glaube ich, gerade nicht. Pass auf, die Elefanten gehen mir aus, ja? Ah, der Elefant. Ich verstehe. Und den kann ich, also selbst wenn ich noch auf die zwei Minuspunkte der für das Zebra scheißen würde. Elefant, ne? Genau, der fickt mich doppelt. Das heißt, der gibt mir vier Minuspunkte. Das heißt, ich habe mit dem Gehege genauso viele Punkte jetzt, als wenn ich den nehmen würde. Ja, aber du kannst doch warten bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ein Elefant fehlt dir doch nur. Ja, ein Elefant auf 31 Plättchen. Und kann sein, dass der, genau, dass der in den letzten 15 drin ist. Ja, so. Weißt du. Ja, aber dann hast du nachher ein zu viel. Ja, genau. Deswegen, was jetzt gerade für mich so das fucking Gamble ist, ist, ich überlege tatsächlich die Kamele mit den Elefanten zu tauschen. Das jetzt zu machen. Könnte man machen, ja. Wie einfach, vielleicht kommt hier jetzt der Elefant. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird da der, das ist ja, ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Kann ich kurz ob die Dingens da drunter ist oder nicht. Oh, Bram erweitert. Ich öffne den Zoo. Boah, ich zieh mal, ne? Ja, zieh du mal. Du ziehst mal. Das ist doch was für Sepp. Ja, ist halt lecker. Eine süße Miets. Hat Jay gerade? Ja. Ja. Jay hat die Miets gezogen. Das ist ein leckerer für Sepp. What? Oh. Der kam unerwartet. Was? Achso, meinst du, Bram will den abkaufen? Nee. Weiß ich noch nicht. Aber kann er theoretisch machen. Oder könntest du die raisen jetzt schnell? Bram kauft dir den eh nicht ab. Ich wollte den auf keinen Fall haben, Jay. Naja, genau. So. Der bringt ihm genauso viel. Das ist Bram jetzt sogar. Also, eigentlich egal. Darum geht's mir gerade nicht. Worum ging's dir denn? Um mich. Ja, du dran. Hast du zwei Münzen geholt, ne? Okay, ich bin dran. Oh nee, Moment. Nee, der hat sich nur eine geholt. Ich hab mir eine für den Affen geholt. Ah ja. Das war schon voll. Die Zebras waren schon voll. Verwirr mich nicht. Ja. Entschuldigung. Ich hoffe, die habe ich genommen. Okay, ja, komm, ich zieh mal. Ich nehme mal so einen Affen hier. Den kann der Bram noch gut gebrauchen hier und der Jay auch. Guck mal, ihr nehmt das hier. Ich gönne euch mal. Bram hat einen männlichen. Der Jay hat zwei Stück.
TJ könnte Bram den einfach wegkaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Gehege voll. Weil die Flamingos auf Bram sich noch holen kann, weil die Flamingos nur einmal vorkommen aktuell. Ja. Du könntest easy Bram den Affen wegkaufen, gleich den Affen da oben nehmen, dann hast du fast schon ein Gehege voll. Ja, aber das muss ich erstmal hinkriegen. Nee, dann hast du sogar voll. Was? Nee. Ja, klar, das ist doch einer. Ein weibliches, ein männliches, ja, eins, und dann da rein. So, den da rein. Er hat doch alle. Stimmt. Ich würde den Wagen nehmen. Das stimmt. Ich würde vorher den Affen kaufen und dann den Wagen nehmen. Weil dann braucht Bram den Affen auch nicht mehr. Wenn du den gekauft hast. Bram kann dir den nicht zurückkaufen. Gibt viele Events, aber Bram, wenn dann noch was anderes mit drauf kommt. Bram kann jetzt ja auch den nehmen. Ja, Bram ist doch nee, Quatsch. Ich guck erstmal, was kommt. Ja, halt's ab. Ja. Debra. Das würde ich jetzt Stelle auf würde ich gleich shoppen gehen. Das würde ich jetzt auf das Affending legen. Oder nicht? Warum willst du das auf das Affending legen? Um mich abzufacken. Ja, das ist, ich frag mich gerade jetzt, ich frag mich gerade, warum er das hier gekauft hat. Weil ich das haben wollte. 3, 4, 5, 6, wird getauscht. Kein Unterschied. Da macht keinen Sinn, stark ich Sepp. Da wäre Abfuck, da macht keinen Sinn. Den packst du zum Schimpansen, oder nicht? Den pack ich zum Schimpansen. Habt ihr nicht beide Schimpansen und braucht beide das Ding nicht? Verstehe ich nicht. Doch, ich will die Schimpansen haben, aber den kaufe ich mir jetzt erstmal vom Bram. Ja, natürlich kaufst du dir den vom Bram. Das habe ich auch gerade gesagt, dann hast du dein Gehege voll und er hat nix. Das war super für dich. Ja, ich zieh mal Verkaufsstand. Ich wüsste ja, ich lass das mal einfach da so liegen, meine Hand. Nein, ja, nein. Da sehe ich mich. Bram hat den schon. Ich will die Stände. Bringt ihm auch nix. Hätte ich mal gezogen, fuck. Hätte ich den Stand eingesetzt. Ja, spielen wir noch? Einmal danach. Ja, das ist die vorletzte Runde. Könntest du jetzt einen Elefanten da irgendwo noch hinpacken, wenn du Glück hast? Ja, wenn ich Glück hab. Weil ich halt glaube, dass da immer von jedem Tierart einer drin ist und Coins und Stände oder sowas noch. Ich glaube, nee. Das ist halt... Das ist halt random, ne? Also da können auch fünf Elefanten drin sein. Ach, das ist wirklich so? Ich weiß nicht, wie das sollte eigentlich random sein. Ach so, okay. Ist halt gemischt einfach und aufgeteilt. Wer ist denn dran? Ich bin gerade dran. Ich muss ganz ja, aber nachdenken. Den Elefant, den will ja keiner. Deswegen ist das doch perfekt, wenn er halt zieht, oder nicht? Und wenn er ihn zieht, kann er ihn auf den leeren Wagen setzen, hat ihn alleine für sich aktuell. Und er kann auf gar keinen Fall einen weiblichen Elefanten ziehen, weil ich einen habe und Christian einen hat. Genau. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein neutraler. Ja. Genau. Aber weil auf jeden Fall noch super viel drin ist, selbst wenn sich Sepp den jetzt zockt. Genau, die Flamongos, da gibt's auch noch einige von. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt mehr als davor und ich habe nur noch eine Runde. Jay ist dran. Wie, du hast nur noch eine Runde? Je nach Spiel nur noch eine Runde und Christian ist schon raus. Moment, was heißt eine Runde? Ja, weil eine gesamte, also eine genau. Runde ist, wenn alle vier Dinger weg sind, ne? Genau. Nicht genau. Irgendwie so, okay. Nee. Ich hatte kurz Angst. Nee, Jay, so nicht. So, aber jetzt habe ich nämlich noch Platz, um die zu kriegen, wovon auf jeden Fall noch welche drin sind. Und Elefanten. Wenn ich das da einpacke, dann nimmt sich der Dennis. Dann holt sich der Bram. Oder Sepp vorher. Oder Sepp vorher. Dann hatte. Würde aber. Damit würde ich. Eigentlich. Nein, damit würde ich Sepp stärken. Das wäre dumm, den wird sich Bram holen. Oder? Nee, er hat zwei negative Dinger. Das bringt ihm überhaupt nichts. Ja, die Frage, er hat aber keinen. Und einen kann er ins Gehege setzen, also so richtig. Vielleicht spekuliert auch Bram auf den. Ach. Ich könnte das auch daheim machen. Und dann wird er sich den wahrscheinlich echt? Relativ schnell. Er spekuliert auf den, der dem den? Das Gehege voll macht und noch so einen Ding gibt. Das ist ja Wahnsinn.
Also ihn einzeln zu setzen wäre dumm, das wäre geschenkt. Ihr macht das schon. Warum sind wir danach nur noch eine Runde auf jeden Fall dran? Kann das nicht auch sein, nee, dass das wir jetzt alle die Dinger sein. Nehmen? Kommt doch, an, das kann auch mehr sein. Also wenn wir die Elf nicht voll machen, wenn wir die Elf nicht wegziehen, dann gibt's noch eine Runde. Genau, aber wir müssen, wenn wir in der nächsten Runde die austeilen und hier die erste Karte gezogen wird, ist dann das ist auf jeden Fall die letzte Runde. Genau. Das heißt, wenn du jetzt dafür sorgst, dass die Runde kurz wird, dann kann es noch zwei Runden geben. Weil wer weiß, wie gleich das aussehen wird. Weil aktuell haben wir auch nur, warte mal, wie viel hat Christian gezogen? Drei? Das ist jetzt echt ärgerlich, wenn für Bram. Wenn ich den da einsetze, wäre das halt mega geil für Bram, aber der wird dann weg sein wahrscheinlich, weil selbst sich den zieht. Weil das ist auch ein Stand, den er noch nicht hatte. Das ist halt schon richtig gut. Ja, aber trotzdem. Wenn ich das dahin mache, ist das halt geil für Bram. Beide. Und hier könnte ich aber auch nochmal, weißt du, das könnte auch potenziell gut sein für mich. Die ist schon. Könnte aber auch sein, dass Bram den gerne möchte. Was ist mir bewusst? Mir ist vielleicht noch nicht viel bewusst. Naja, Alter, also Jay, der Wagen ist voll mega Bram, für dich. Aber Sepp ist der davor hier? Dran, ne? Wenn du den der ist voll mega für dich. Du tauschst nachher die fucking Elefanten mit den Flamingos, dann hast du auch einen Sechser noch voll. Genau, erstens das und zweitens ist Sepp vor Bram dran. Ne? Und deine Affen hast du voll. Du hast nur ein Zebra zu viel. Du hast die zwei größten Stände hast du voll und hast nur ja, aber einen Flamingo kriege ich relativ easy, weil ich den bei Bram einfach jetzt kaufen könnte gleich. Fertig. Okay. Aus. Easy. Okay. Ich hab nur Kohle. Ich bin fucking okay. Reich. Wäre einfach günstiger. Also was Sepp auf jeden Fall nicht möchte, ist, dass du den mit da drauf legst, das verstehe ich. Das weiß ich nicht, weil dann würdest du ihm ja den auf jeden Fall abkaufen, nee, kriegst du auch Münze. Ich habe kein A, habe ich kein Geld und B, glaube ich, dass Sepp den hier auf jeden Fall nehmen würde. Hey, das ist halt nur, nur halt schlechter, weil der Elefant da noch drauf liegt. Ach komm, weißt du was? Ich bin einfach ein toller Gönner. Mal gucken, was passiert. Oh. Was heißt denn O, Sepp? Muss man nicht lange überlegen, oder? Hätte ich als letztes über. Also, nee, ich hätte von Jay den Move als letztes erwartet, das meine ich. Na, weil ich immer ein Arsch bin. Du hast noch zwei Münzen. Ich krieg noch zwei Münzen, ja, okay. Ja, nicht das Bomben sich dann snackt. Okay. Okay. War easy. Das war free. Okay, ich habe aber an dich gedacht, einfach mal so. So. Unerwartet nett. Ich sage ja, hier ist nicht so kompetitiv. Mein Gegner gestärkt. Sie fragt, ziehst du noch oder nicht? Du willst ja die Runden kürzer sein. Warum? Du würdest nicht ziehen. Ich würde auch nicht ziehen. Du kriegst deinen Affen direkt voll und hast will, nur dieses die kack Zebra über. Warum will ich das? Du bist gleich fertig. Weil du das eben ein paar Mal gefragt hast, dachte ich. Weil nee, ich guck mal, Jay ist fast voll. Er muss beenden langsam. Ihm wird, glaube ich, ganz lieb, wenn die nächste Runde die letzte ist. Der ist wenn er jetzt den Affen zieht, ist er voll. Dann fehlt ihm nur noch ein Flamingo. Das heißt, alles, was er dann zieht, ist scheiße. Ja. Mit Ausnahme von Ständen. Aber egal wirklich, was du ziehst, es ist kacke. Ja, eigentlich schon. Also, warum sollte sich denn da noch mehr Negativpunkte holen? Da könnte ein Stand nur drunter sein, ne? Ja, du kannst aber nächste Runde. Könnte auch eine Münze drunter sein. Könnte auch noch der Flamingo jetzt Wagen, kommen. Du könntest einfach nächste Runde einen Wagen nehmen, wo einfach nur einer drauf ist. Flamingo kommt. Das ist ganz schön tricky hier. Jared kann alles kommen. Das ist halt Problem. Ja. Kann nicht nur Flamingo kommen. Kann auch noch Panda kommen. Boah, Alter, ich hab keine Ahnung. Ein Elefant wäre mega. Das wäre geil. Kann er nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, alle Elefanten haben wir durch. Okay. Boah, das war richtig Gönner alle von Elefant. Jay an Bram, ey. Ja. Na, Vater. Ja, aber auch Gönner an dich. Er hat dir keinen untergeschoben. Ja gut, aber mein Schaden ist zwei Punkte. Kleiner als wenn. Ja, du kriegst. Gamble! Boom!
Alter. Mich verarschen? Jay ist fertig. Jay kann nichts mehr machen. Fuck. Zack! Das Gamble also, ist. Ne, ja, also. Nächste Runde. Das war ein gutes Gamble. Ja, GZ Jay, das war ganz schön. Ich fang an und zieh ne Dings. Geilo. Das will keiner. Ich würde tauschen. Wie teuer ist das reinpacken? 1, ne? Ja. Und der Erasen kostet 2, oder? Ja. Oh, wo ist denn der hingefallen? Zur Mitte. Da oben ist er erschienen. Er fällt immer zur Mitte. Ja. Das ist belastend, aber immer noch mehr Punkte als vorher. Mein Zoo ist echt gut gefüllt. Mhm. Holy shit. Keine Ahnung, ob ja, das du gut bist ist gleich oder fertig. Nicht. Du machst den Affen da rein, dann bist du voll. Dann brauchst du nur noch Unterkünfte und das Zebra wegmachen. Ich hab keinen einzigen Stand, das ist der Obershit. Okay, ich werde erstmal anbauen. Ich frage es womit. Ah, ja, mal gucken, was da ist. Ja, noch ein bisschen was da. Flamingos sind die einzigen interessanten, die wir auch haben. Weibliches Äffchen. Das will auch keiner haben. Obwohl, ist scheißegal. Ja. Ich weiß es gerade noch nicht. Nee. Den möchte Jay haben. Komm, pack ihn. Ja. Weil er dann die Münze ist tauschen kann und das Zebra wegpacken kann. Ach so, wegen dem Discard. Genau. Das ja, aber ich nur nicht. Wenn er einfach jetzt die, also ja, dann habe ich das nicht verstanden. Weil das jetzt würde er sich den Affen wieder reinziehen. Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Ich hätte mir den auf den Einzelnen gelegt und darauf spekuliert, dass sich keiner nur eine Münze nimmt und dann hättest du gewonnen. Hätte ich die Münze genommen, ja. Hättest du perfekt gewonnen. Vielleicht ist der Plan anderer. Oder Jay hat es nicht gesehen. Möglichkeit über Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Chris ist dran. Gamble, Junge. Oder das Spiel ist, Lotto. Oder du hast nicht gesehen. Heißt ja auch Zoolotto. Ja, ich wollte gerade sagen, Zooloretto heißt das. Ah, jetzt habe ich gerade getauscht. Ich bin gerade mit dem Gedanken, den Münzenaffenwagen zu nehmen und hin und her zu tauschen. Aber ich bin eine Runde leider hinten dran. Das wird nichts mehr. So, die zwei Minuspunkte habe ich eh, das heißt, ich move. Ja, also 4 Punkte mehr gekriegt. Ja, 2. Ja. Ah, wobei, ja. Ne, 4 hast du mehr gekriegt, du hast ja, die gleichen Minuspunkte gehabt. Das stimmt. Das ist okay. Was ist denn so mein Plan? Ah, mein Plan ist erstmal noch ziehen. Erstmal gucken, was hier unter den Stapeln noch so drin ist. So ein Flamingo. Oh. Ja. Den habe ich jetzt nur nicht bei dem Geparden hinlegen, weil dann schneckt dich der Bram den sofort. Aber. So ein Flamingo einfach. Hm. Ein bisschen schwer. Komm, mal lassen wir nochmal ein bisschen offen. Vertagt. Oh, scheiße. Also spielen wir doch noch eine Runde, ja? Mhm. Warum? Also, ja. Also wenn du jetzt anfängst zu nehmen, dann... Spielen wir noch eine Runde. Okay, hast du kriegst gerade jetzt noch so ein Ding. Ist da nicht weit hingefallen? Ja. Ah. Hey, ne. Hey, ne. Ja. Hey, warum? Du hast ein männliches und ein weibliches. Doch, ja, genau. Bram. Und deswegen. Nein, der kommt in den Stall. Wie, der kommt in den Stall? Der kann er doch da hinsetzen, wo er will, oder nicht? Das ist doch ein freies Feld. Nee, warte. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte irgendwas mit. Ist halt die Frage, wenn das Feld voll ist, ob du den dann hintun kannst, wo du willst, oder ob der automatisch in den Stall kommt.
Da die anderen gerade auf zweiten Bildschirm gucken. Guck mal. If there isn't any space left in the enclosure, the player must place the offspring in his barn instead. Ja, aber da ist space left. Nee, in dem Barn, wo die gerade sitzen. Also in da in dem Gehege, wo die drin sitzen. Noch einen weiter, Christian. Da Offspring. Genau. Und da am Ende vom ersten Absatz steht das. Moment, ich stehe ja noch was. Whenever a player places a tile on the last empty space in one of his... Achso. Das ist für das die Bonus-Sachen. Ja, das sind die Bonus-Punkte. Das ist halt so eine Kontextsache. Also das steht da nicht so ganz explizit. Es wird übrigens nicht in im Stall gebumst. Ne, genau, das hatten wir vorhin auch schon mal gesagt. Das ist halt so eine Sache aus dem Kontext. Die reden halt erst von dem Enclosure, ja, wo die zwei sich... lieb haben. Und da kommt dann ein Offspring rein. Wenn das nicht geht, kommt er in die Bahn. Genau. Ist auch eigentlich ganz eindeutig. Mehr wird da nicht drüber gesagt. Da steht halt nicht, du kannst sie auch in anderen... Da steht aber The Enclosure. Also eigentlich redet er von dem gleichen Enclosure. Ja genau, das ist halt die Frage. Reden die von dem gleichen, wo die sich drin lieb haben oder generell? Da steht to an enclosure. Es geht ja um ein Gehege, oder nicht? Und dann, wenn das in dem Gehege, daraus würde ich tatsächlich das jetzt negativ für Bram sehen und würde sagen, das geht in den Stall. Macht doch gar keinen Sinn sonst. Aber meinetwegen kann Bram auch nochmal seinen Zug dadurch zurückmachen, wenn er das falsch verstanden hat. Das ist cool für mich. Ja, das hätte ich so nicht getan, weil dann wäre der ja da drin. Ja. Das ist richtig. Oder richtig. Ja. Also da müsstest du ein bisschen neu drüber nachdenken. Halt deine Münze. Ja, ist okay. Also möchtest du zurückmachen? Ja, dann möchte ich zumindest nochmal kurz drüber nachdenken. Okay. So, weil reicht das dann trotzdem? Mal einfach denselben Zug nochmal. die kommt natürlich auch weg. Hast du noch eine Jaguar-Karte? Ne, da ist die letzte Jaguar-Karte. Und du hast keine Münzen. Das heißt, das ist deine einzige Möglichkeit noch eine Jaguar... Das ist die letzte Jaguar-Karte, die du kriegen kannst. Leopard, Entschuldigung. Ne, bei Christian kann er noch kaufen, theoretisch. Ja, aber er hat keine Münzen. Der hat kein Geld. Ja, also je nachdem, was er noch so macht. Das stimmt. Das heißt, das stimmt. Das heißt, du bist eigentlich dazu gezwungen, die zu nehmen. Gibt halt auch... 2 Punkte mehr. Genau, gibt halt nur 2 Punkte mehr. Das ist halt genau der Punkt. Ja, aber besser als gar keinen Punkt kriegen, oder? Da wäre noch eine Runde... die Alternative ist... Die Alternative ist, du kriegst Coins. Oder genau, man zieht nochmal. Dann gibt es aber keine weitere Runde mehr. Ja, den Leopard wird dir wahrscheinlich keiner zocken. Sagen wir mal so. Nee, das stimmt, aber da könnte nur jemand noch eklige Sachen reinlegen. Genau, dann könnte sich das aber schon wieder nicht gerechnet haben. Ich wüsste, wer nach dir dran ist, vor dir dran ist. Ja, ist halt ein Gamble. Die Problematik ist halt, wenn ich den nehme und wir haben keine nächste Runde, darf ich halt nicht mehr schieben mit meinem Money. Man darf nicht mehr schieben in der letzten Runde? Doch, aber wenn ich halt... aber du schaffst das nicht mehr. Genau, wenn ich den nehme, jetzt, dann gibt's doch eine nächste Runde und ich kann mit meinem Money was tun. Ja. Wenn ich jetzt ziehe, ist das definitiv die letzte Runde, die gespielt wird. Warum das denn? Warum? Ja, weil David den nehmen. Wer sagt denn, dass ich den schon nehme? Die Autos voll gemacht werden. Warum soll ich den schon jetzt nehmen? Ja, also wenn umso mehr, also das heißt, entweder nimmst du den, ja, das ist so das Best-Case-Szenario dafür, dass es noch eine Runde gibt, oder wenn du auch ziehst, dann ist eh vorbei. So, das heißt für mich darauf zu spekulieren, dass wir noch eine Runde spielen, ist halt sehr unwahrscheinlich, wenn ich den jetzt nicht nehme. Ich würde nehmen. Dann du machst dir noch den Flamingo geiler. Ja, denke ich nämlich auch gerade drüber nach. Oder du packst den halt da rein, einfach was du ziehst. Oder du packst das da rein.
Also kannst halt, eigentlich kannst du nur gewinnen, wenn du nochmal ziehst. Auch. Eigentlich kannst du nicht verlieren. Nicht wirklich. Ja gut, Christian. Mehr oder weniger auch raus wahrscheinlich. Aber der hat die ganzen Stände. Ah, natürlich, da könnten knapp werden. Jay ist auf jeden Fall unanholbar erster. Ziehe ich nochmal. Ja, ist ja klar, wo du das lecker hinpackst. Schmecker. Ich leg das auch mal so. Meine Hand da so. Kannst du ja, meinst du, ich soll das bei dem Affen noch so mit dazu legen? Ey, ich hab dir auch den Elefanten geschenkt, Bram. Da sehe ich dich. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll mit der Kohle. Eigentlich brauchst du nur eine Münze aktuell, Jay. Dann hast du alles voll. Ich brauche einen Geldspeicher. Bin Dagobert. Boah, ist das schwer. Was wird passieren? Auf was geht Jay? Jay wird auf jeden Fall auf die Affen. Ja, Jay geht safe auf die Affen, also macht keinen Sinn. Auf was geht Christian? Er braucht eigentlich nur eine Münze, Bram. Um alles voll zu kriegen und alles leer zu kriegen. Ja, aber er muss ja noch irgendwas ziehen. Das heißt, ich werde das logischerweise sich dabei legen. Ich brauche keine Münze mehr. Ja, aber auch nicht auf den einzelnen Truck. Ich brauche keine Münze mehr. Nee, und doch, du brauchst eine Münze zum Moven und eine zum Zebra töten. Discard kostet. Also zwei Münzen zum Zebra-Zebra-Töten. Ja, und ich hab also doch, ich krieg Münzen. Doch eine. Ja, ich krieg doch hiervon eine, wenn ich die voll mache. Ich hab das so oder so total das. Total egal. Ja, richtig. Ach, also, Kacke, es läuft nicht schlecht für mich. Uff. Münze für Bram. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich zieh. Ein Kamel. Guck mal, Christian. Da seh ich dich doch. What up, Junge? Hm. Ja, das würde ich ja auf die Leoparden tun. Dann würde ich mir das nehmen, aber so nicht. Deswegen. Habe ich ja doch so gemacht. Hättest du Bram weiter hinten halten können. Naja. Ich habe aber jetzt dich hinten halten können. Ich komme nie nach vorne, Alter. Ich habe sechs Minuspunkte und kein weiteres Feld. Ah, ja, stimmt. Also ich hab keine Ahnung, wie weit ich bin. Nur zwei Felder. Du hast zwei Felder voll, ich hab zwei Felder voll. Hey, guck mal, wer will den denn alles haben? Ein Stand. Oh, alle. Hm. Den wollen wir. Na, du nicht, alle Christian. Haben. Du kannst den nicht gebrauchen, außer weil du den schon hast. Das ist vollkommen richtig. Dann packst du den noch auf den Flamingo mit dem Kamel, oder? Flaming Flamongo. Obwohl, den könnte sich Sepp nehmen, ohne Schaden zu kriegen. Den kann Bram sich auch nehmen, ohne Schaden zu kriegen. Den kann sich Bram auch nehmen, ohne Schaden zu kriegen. Packen einfach auf den Affen. Auch lecker. Aber wahrscheinlich so der beste Move. Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Mhm. Okay. Drei Stück noch. Ja. Dann wird dann da schon angebrochen im Zweifel, ja. Oder? Ist das dann schon die letzte Runde insgesamt? Oder wird danach nochmal eine letzte Runde kommen? Nee, das ist in der Runde, wo das angebrochen wird, ist das die letzte Runde. Moment, das heißt, das kann auch das hier schon die letzte Runde werden? Nee. Ja. Gibt ja nur. Ah doch, gibt noch vier. Ja. Genau, gibt noch vier. Wenn wir jetzt zu Ende ziehen, ist danach Ende. Okay. Okay, es hat mir auf jeden Fall das Ding geklaut. Was hat er denn gemacht? Er hat sich den Delopan genommen. Wieso? Ah, er tauscht das. Ah, genug Münzen hat er. Ja. Außer genau, wir machen schnell aus. Außer wir machen aus. Und das ist jetzt das, Nee, so. Wenn die erste Karte vom Stapel neu gezogen wird. Nicht wenn ja, der von Stapel dem. Leer ist. Ja, ich weiß, aber da liegen 1, 2, 3. Ja, doch, ja, das gut, wird, glaube ich, reichen. 4. Und hier liegen noch drei drunter. Das heißt, ich ziehe jetzt eine Karte. Ja, ne? Ist mir eigentlich dann. Ich habe eh keine Chance, außer es gibt noch eine Runde. Ich glaube auch, dass Jay gewonnen hat.
Der hätte auf jeden Fall gewonnen. Die du gehabt hättest, Bram, wäre dir den Verkaufsstand vielleicht noch zu nehmen. Nicht um Jay zu kriegen. Wenn Jay nächste Runde, wenn Jay nächste Runde den Coin-Move macht, ja? Also der nächste Runde ist der safe, dann schiebt er den da rein, dann ist der ja, voll, dann bist du dran. Ist mir bewusst, aber dann ist doch seine einzige Möglichkeit, noch mehr Punkte zu kriegen, quasi der Verkaufsstand. Das ist bei dir doch genau, genauso. Du gewinnst, Bram, nur, wenn du länger spielen kannst, ja, weil Jay mit seinem Spiel schon fertig ist. Jay ist schon fertig, also du brauchst Verkaufsstände, Jay ist perfekt, Bram. Also wir können nur noch Jay einholen. Ich kann ihn gar nicht mehr kriegen, es ist unmöglich. Ja, die einzige Chance, ihn zu kriegen, wäre weiterzuspielen. Du hast schon, jetzt schon aufgegeben quasi. Nein, das geht nicht. Weißt du doch gar nicht. Doch. Wenn du es nicht probiert hast, dann weißt du doch nicht, ob es nicht funktioniert. Doch, es geht nicht. Das geht nicht. Ich kann, pass auf, es geht aus einem ganz einfachen Grund nicht. Da ich an kein Geld mehr komme, sofern ich nicht den Affen nehme, ja? Kannst du nicht mehr. Also jetzt gerade nicht. Ja, genau. Genau, wo der hingelegt wird, ja? Habe ich keine Möglichkeit, an den Geparden hier hinten zu kommen. Um das Feld voll zu machen. Ja. Gleichzeitig, also ich brauche 3 Münzen noch, damit ich überhaupt eine Chance hätte und ein Auto nur voll mit Flamingos. Wenn du eine Runde weiterspielst, kriegst du ja vielleicht sogar noch mehr. Aber ja, aber so viele sind doch gar nicht im Spiel, oder? Du kannst doch zählen. Ja, als Zweiter bin ich aber jetzt gerade schon. Sicher? Wir müsste. Weil den Minuspunkten von Christian. Wir haben beide die Felder voll. Ich krieg hier aber 5, der kriegt kein extra Ding dafür. Mir fehlen die 5, aber er hat minus 8, dafür hat er aber die Stände, ich habe 2. Also wenn ich das überschlage, müsste ich knapp aktuell vorne sein. Ich könnte jetzt genau nachrechnen nochmal. Aber auf Flamingos zu spielen, auf irgendwas zu gehen, ist nicht mehr möglich, weil da der Flamingo liegt und da. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Flamingos. Das heißt, hier können in allen Sachen nur noch 2 Flamingos drin sein. Mhm. Das heißt, ich komme nicht mehr weiter, Sepp. Das heißt, deine Aussage ist nicht richtig. Umso länger ich spiele, umso mehr Chancen habe ich nicht. Was soll ich denn probieren? Das ist ja jetzt schon nicht mehr machbar. Es ist unmöglich. Was soll ich probieren? Doch, du könntest Jay noch Tiro unterjubeln, die er nicht gebrauchen ist, kann, um mehr Minuspunkte zu kriegen. So, das heißt, um Jay halt zu schwächen, möglichst viel, lege ich ihm das Kamel dann noch mit drauf. Das sind 2 Minuspunkte. Die reichen zwar trotzdem nicht für ein volles Board, aber trotz alledem. Ich glaube nicht, dass er sich den... Er wird halt ziehen müssen. Irgendwas. Nee. Den Verkaufsstand snacken. Ich bin dran. Du bist dran. Genau. Du sagst nur nichts. Ja, wenn ich überlege. Ja, nach Bram ist halt. Ja, genau, ich dachte, Jay wäre schon angewiesen. Fuck. Okay, das macht Christian gleich, also. So. So. Die Problematik ist jetzt mit dem Verkaufsstand. Wenn Jay den Verkaufsstand nimmt, dann spielt, dann du spielst, hat er noch eine. Und dann ist die Möglichkeit, der nur noch Scheiße zieht, besser. Das heißt, er könnte jetzt auf die minus 2 gehen und darauf hoffen, dass ich noch ziehe, was ich tun werde. Ja, er kriegt minus 4 durch das Kamel und den Affen. Zahl mal einen Coin. Geil. Das war ja überhaupt nicht vorhersehbar. Kriegst keinen Coin durch Trade. What? Ich mach das Ding doch voll! Soll ich verarschen? Nee, waren auch keine Coins durch Trade. Nee. Moment, Trade, ich mach doch von hier aus das Ding voll. Rassen. Verschieben ist okay. Ja, richtig. Es geht hier um den Trade zwischen den ganzen Gehegen. Genau, du darfst nicht. Da haben wir doch die ganze Zeit so gespielt. Exchange ist das Ding. Exchange ist was anderes als Moven. Als Moven, genau. Irgendwo stand das. Das steht wahrscheinlich bei den Coins. Bei hier. Last Enclosure Space Filled. Das ist ganz hinten. Warte mal, wo ist das? Hey, so haben wir doch die ganze Zeit gerade gespielt. Dass wir vom Stall aus aufgefüllt haben. Das hast du doch auch gemacht. Ja, das hat selbst Bram sogar gemacht. Ja, aber nicht als Warum letztes. Was heißt denn als letztes? Ja, wenn du halt erst tauscht und dann auffüllst über den Wagen, dann da ist steht, okay. Das ist so eine ganz einfache Nummer. Da steht, no bonuses awarded when all enclosure spaces are filled as a result of an exchange action. Genau. Und exchange und move exchange ist was unterschiedliches. Ja. Ja, gut. Dann ist das also, richtig. Dann kriegst du die Münze wieder. Das ist ganz eindeutig. Danke. Ja, da muss man doch nur mal kurz nachgucken. Ja, ist doch okay. Aber so haben wir doch die ganze Zeit gespielt. So, Christian. Fertig? Ich. Krass. Ah. Und noch Kamel. Oh. Jetzt kriegst du nochmal 2 Münzen. Ja, ich krieg zwar irgendwie Minuspunkt mehr, aber dafür krieg ich auch ein bisschen mehr Punkte. Ja, aber du kannst doch vielleicht noch.
Erweitern, das habe ich mir auch sogar gedacht. Bauen und erweitern, oder? Du kriegst zwei Münzen. Ich habe zwei Münzen. Du kriegst zwei neue Münzen jetzt noch. Ja. Du hast ja eine Münze hier drin im Coin gehabt. Okay. Du kriegst zwei Münzen. Du kriegst noch eine. Oh, lol, Alter. Das macht mich gerade ein bisschen hubelig. Ja, also das ist doch gut. Und jetzt deswegen wollte ich den Wagen bauen und dann. Ja. Und jetzt ist Bram dran. Naja, ich habe so ein Zoo in meiner Scheune. Jetzt ist Bram dran und der sorgt dafür, dass Christian das nicht mehr tun wird, indem er das macht und egal, was kommt, da hinlegt. Ein Pandachen. Hä? Ja, weil dann ist doch aus, oder nicht? Naja, je nachdem, was Jay nimmt. Wenn Jay die jetzt nimmt, ist nicht aus. Ich kann auch den nehmen. Genau, Jay kann den einfach nehmen. Also ich kann Detect von mir ab, Bram. Nee. Genau. Nee, das nicht. Dennis macht doch danach voll. Nee, also wenn Jay jetzt nicht nehmen würde, dann wird Bram einfach ziehen und dann wäre das die letzte Runde gewesen und dann wäre sein Plan aufgegangen. Aber wenn Jay den Wagen nimmt, kann Bram die Runde nicht beenden. Ich fände ja cool, wenn Jay eine Runde spielen lässt. Fände ich auch cool. Ich überlege gerade, was ist denn smart? So, ich will natürlich den gerne haben, das gibt mir, das macht mich auf plus minus null, by the way. Geil. Ja. Ich könnte aber auch einfach das Zebra schon mal erasen. Wenn du das machst, dann hat Bram aber ist er durch. Womit? Wenn er dann zweimal ziehen kann. Also dann ist auf jeden Fall Ende. Ja, ist doch cool. Ja, okay. Ich will ja auch. Weiß ich nicht. Beenden. Weiß ich nicht, was du... Erase jetzt, ich rotte hier mein Zebra aus. Ist doch kacke. Oh, ist doch kacke, Chris. Kann Bram überlegen, was er macht. Der kann doch jetzt auch. Heißt ja noch gar nicht, dass wir beenden. Bram kann jetzt auch. Bram muss auf jeden Fall beenden, weil Christian und ich sonst ihn einholen können. Aber ich kriege halt jetzt weniger Minuspunkte. Oh! Ah, gut, das macht keinen Unterschied. Ich wollte gerade sagen. Also. Außer Jay nimmt jetzt noch potenziell nicht die letzte Runde angefangen. Wenn ich jetzt hiervon ziehe und Bram hiervon zieht. Ja. Hä? Nee, wenn Jay jetzt ziehen sollte. Ihr könnt doch jetzt beide auch den LKW ziehen. Dann ist es doch noch eine Runde. Ja, also, wenn Bram jetzt den auf den legt und Jay nimmt aber den anderen. Nur dann geht ist das vorbei. Jay muss Jay den schmackhaft machen. Wenn Jay jetzt den Zweier nimmt, dann ist noch nicht Ende. Wenn Jay den Dreier nimmt, dann ist jetzt Ende. Und warum sollte ich nachher in die Problematik kommen mit zwei Minuspunkte zu holen, anstatt halt null und eine Münze? Genau. Ja, für dich ist das auch legit. So hat Bram auch spekuliert. So. Genau. Hey, 2 plus und 2 minus. Und jetzt ziehe ich halt die erste hiervon. Ja. Leg den da drauf. Und kriegst nochmal Minuspunkte. Nimm den. Ja, gut, aber das ist für Bram nicht so schlimm. Genau, die hätte ich gehabt. Minuspunkte. Ja, nur die 2 extra. Ja, aber Christian und ich kriegen viel weniger Punkte als er. Also Bram hat auf jeden Fall einen zweiten Platz. Damit ist die Runde jetzt vorbei. Sonst können wir durchzählen. Fangen wir erst bei Christian an oder so. Oder wo du anfangen möchtest, Christian. Spielen wir nicht noch eine Runde? Die letzte Runde hat die erste Karte. Er hat die erste Karte. Nee, er hat das Ding schon gezogen. Genau, ja, aber dann fängt doch die letzte Runde an. Danach wird doch die noch eine Runde gespielt. Die letzte Runde hat doch angefangen. Nee, die Runde wird dann nur noch zu Ende gespielt. Weil danach habe ich jetzt auch gespielt. Die letzte Karte gezogen, also die erste Karte von dem anderen Stapel. The end of the game is triggered when a player draws and reveals the first. Ja, dann zähl mal Jay. Wobei, wir brauchen gar nicht zählen. Jay gewinnt. 19, 24, 32 Points. Und ein Stand. Ja, genau. Das sind 2 Punkte und das sind 2 Minuspunkte, also 32. Aha, ja. Nice. Bam. Ja, das sind 5. 8 sind da dementsprechend 13, 14, 15, hier krieg ich nix, 25, 27, 23. Jo. Sepp. Okay, also ich habe hier 6 Minuspunkte, ich habe hier 4 und 2, das heißt ich habe 0, ich habe 8 Punkte für die Leoparden. Ich habe 1, 2 Stände, das sind 12 Punkte. Sicher? Du hast die Zebras gezählt, ne? Die Zebras und die Pandas zusammen sind 6 Punkte und die verrechne ich mit den 6 Minuspunkten, die ich im Stall habe. Dann habe ich hier 8,
10. 8 plus 6 12. Punkte, Chris, du hast 14. Warum habe ich 14? Weil du 8 plus 6 Punkte jeden, hast. Warte mal. Nicht für jeden Stall. Der Stand ist doppelt. Ja, da du hast 4 Punkte, kriegst 4 Punkte für die Stände. Ja. Ah ja, du hast minus 2. Stimmt, du bist bei 12. Ja, korrekt. Das ist richtig. Geilo. Christian hat? Ich hab keine Ahnung. Wie zähle ich denn überhaupt? 10. Warte, 15. Da zähle ich so oder so nochmal. Du kannst einfach die Minuspunkte, also die im Stall sind, mit dem Stand hier verrechnen. Das sind 10 gegen 10. 4, 6, dann sind die schon 8, weg. 10. So, dann ist der hier weg. Das heißt, ich habe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 19, 21. Ja, nice. Ja. Habe ich richtig spekuliert. Ja, eine tolle Runde vom absoluten Abfuckspiel zwischen Sepp und Bram. Jay hat deswegen aber gewonnen. der Tierarzt gewinnt vor allem. Das erste Mal mitspielen. Ja, das finde ich auch ganz bemerkenswert. Ja, ist so ein schönes Spiel. Also ich finde Bram und ich haben uns gut ergänzt. Ich in der einen auch Runde. Gut. Wofür ist denn der Polar? Und dann gab es nichts an Krieg. Also ich hatte... Alter. Relativ freie Hand. Das ist eine Expansion sogar. Ja, der Polarbär ist kommt ja noch krass. Dazu. Ja, vielleicht spielen wir die nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.